Hi, kurzes Disclaimer vorab. Bei uns ist was schiefgelaufen mit den Audiospuren. Deswegen muss ich leider unser Backup nehmen, in dem alle drei Tonspuren auf einmal aufgezeichnet worden sind. Bedeutet, die Tonqualität ist zu Anfangs ein bisschen schlecht. Gegen Ende können wir wieder unsere drei Spuren verwenden. Da habe ich wieder was gefunden. Ja, und wer sind wir drei? Das bin ich, der Profi-Nerd. Dann der Dustin, aka Lego Travel Trooper, ist mit dabei. Und mit dabei ist auch der Timo, aka CastDK. Und wie gesagt, die Audioqualität ist gerade am Anfang nicht so berauschend, aber man weiß ja, schlechte Audioqualität bedeutet super starker Inhalt. Die Vorstellungsrunde ist leider auch ein bisschen abgehackt, deswegen geht es direkt los bei CastDK, bei Timo, indem er sagt, dass er im Lego-Store war. Und so viel zu mir mit dem kleinen Intro und jetzt mal viel Spaß mit der Folge. Zufällig in einem Lego-Store gewesen. Zu Corona-Zeiten wollte ich mich da einfach mal umsehen und schauen, wieso der Anlauf ist oder der Zuspruch im Moment ist. Und ja, ich denke, das überrascht wenig, dass dort nicht besonders viel los war und die Maßnahmen auch relativ deutlich spürbar sind. Ne? Also ein fehlender Pick-a-Brick-Wand zum Beispiel. Deshalb bin ich da relativ günstig heute rausgekommen, bin mit zwei extra Pullybags nach Hause gelatscht. Aber für mich ist das kein Problem, denn in einer Stadt mit einem Lego-Store zu wohnen ist wie jeden Tag Schokolade essen. Ja, wir haben schon oft gejammert, dass ich in Baden-Württemberg keinen Lego-Store habe und der Dustin bei sich in der Nähe auch keinen. Ach, es ist herrlich. Mir sind gerade so die Gesichtszüge entglitten, als Dustin gesagt hat, was er so gebaut und rebrickt hat und was du bei Bricklink bestellt hast. Ich finde es echt gemein. Ich habe nämlich nichts gekauft, ich habe mir nur diesen TIE Fighter-Piloten zusammengebaut hier. War mal eine sparsame Woche. Ja, ich weiß gar nicht, was haben wir jetzt, Mitleid, Dustin, oder was sagen wir dazu? Naja, da es ja auch schon mal Wochen gab, wo das genau andersrum war. Ist okay, ne? Ja. War schön mit euch, ne? Nein, natürlich nicht. Aber stürzen wir uns gleich mal rein in die Themen. Ich denke mal, das erste Thema ist auch gleich Technik. Stürzen wir uns da drauf, dass wir nachher mehr Zeit haben für die anderen spannenden Dinge im AV-Leben. Jetzt ist es ja so, dass ihr habt bestimmt alle schon mitbekommen, Lego bringt jetzt sehr viele Neuheiten und Bilder und Infos zu Neuheiten auf den Markt. Sprechen wir nachher auch noch detaillierter drüber. Unter anderem jetzt auch zum ersten Technikset, zu der 42107, zu der Ducati. 646 Teile, 60 Euro UVP, ein teurer Teilepreis von 9,28 Cent, was in Technikwelten wirklich teuer ist. Für ein Set, das 32 cm lang ist und 8 cm breit. Ja, Technik ist nicht euer Ding, oder? Also, ja, ich habe irgendwie gedacht, ich bin extra deshalb hier eingeladen worden, weil ich keine Ahnung von Technik habe. Das ist genau mein Podcast hier. Aber ich muss zugeben, für ein Technikmodell, ich glaube, man muss das ja immer in Relation setzen, für ein Technikmodell finde ich das sogar sehr ansprechend. Also so, ich würde sogar so weit gehen und sagen, es ist das erste Technikmodell, was mir so von meinem ästhetischen Anspruch her tatsächlich ganz gut gefällt. Und so vom Detailgrad, also für mich passt das sogar eigentlich. Ich würde nicht so weit gehen und sagen, das kommt auf meine Bucketlist, aber das ist sehr hübsch anzuschauen. Das auf jeden Fall. Also es gab schon ganz andere Sets, die man sich nicht hätte so schön anschauen können wie die Ducati. Und sie passt sehr gut in die Reihe rein. Das stimmt. Aber haben wir denn da auch Funktionen eigentlich drin? Oder? Ich wollte noch ganz kurz fragen, ob einer von euch Motorrad fährt überhaupt. Ob er das fundierte Wissen, fundierte Aussage überhaupt mal hier bekräftigen kann. Nein, leider nicht. Weil wir sind drei Nicht-Motorradfahrer. Nee. Sehr schön. Also ich bin zwar mal auf einer Rennmaschine gesessen, aber dann nur hinten. Ich bin offiziell keine Rennmaschine gefahren. Aber diese tolle Lego-Rennmaschine, zur Info nochmal die Vorlage, ohne Witz, UVP vom Händler, ja, von dieser dämlichen Ducati, ab 39.000 Euro geht das Ding los. Da sind wir mit 60 Euro UVP bei Lego richtig günstig. Das Ding hat die zwei großen Räder dran, die auch die Harley hat, also mit den schönen Speichen und dem schönen Gummi außenrum. Es gibt eine neue Feder, die doppelt verbaut ist an der Vorderachse, die ein bisschen spannend aussieht und ich noch drauf gespannt bin, wie die funktionieren wird. Und das ganze Ding ist ein Traum praktisch in dunkelgrau und in rot. Also alle Panels sind komplett in rot gehalten und so eine Art Windschutzscheibe ist eingeklemmt, so aus einem biegsamen Kunststoff wohl. Und es macht das Ding ziemlich interessant, weil Ducati und rot passt zusammen, wie es rot eben zu Ferrari. Es gibt auch neue Teile, zum Beispiel es neben diesen Federn auch so Bremsscheiben, die wohl aus Lego neue Teile gepresst haben, das ziemlich interessant ausschaut.
Und ansonsten sind wirklich nicht viele neue Teile dabei. Aber was richtig spannend ist, das Ding ist gefedert, nicht nur vorne, sondern auch hinten. Hinten ist eine schöne gelbe Feder drin. Das macht jedem Technik-Fan halt richtig Freude, wie du schon gesagt hast. Das Ding hat auch Funktionen. Und das Ding hat doppelt so viele Funktionen wie jedes andere dämliche Technik-Motorrad zuvor. Das Ding hat nämlich einen Ständer, auf dem man es draufstellen kann, dass das Hinterrad frei laufen kann. Denn wenn das Hinterrad frei laufen kann, kann sich ein Viertaktmotor mitdrehen, wo ein echter Kolben drin ist. Dass er überhaupt laufen kann, gibt es so eine Art Kickstarter, den man nach unten drücken kann, dass überhaupt das Hinterrad sich bewegen kann. Und auf der anderen Seite der Maschine haben wir so eine Art Zweigang-Schaltung, wo man praktisch mit dem Fußraster die Kupplung bedienen oder die Schaltung bedienen kann, um von einem Gang zum anderen zu schalten. Also auf Deutsch gesagt, das Ding kann so viel wie ein 300 Euro Bugatti. Ja, sehr schöner Vergleich. Ja, aber jetzt muss ich mal, also vielleicht darf ich mal aus bewusster Non-Technik-Experten-Sicht mal fragen. Es gibt ja immer so diese Diskussion zwischen Funktionalität und Optik sozusagen. Jetzt hast du mit dem Bugatti gerade schon das große Beispiel gebracht, wo ja die Beschwerden relativ laut waren sozusagen. Würdest du denn hier ansetzen und sagen, ja, das ist ein guter Kompromiss aus Optik und Funktion? Viele Leute bemängeln ja diese Seite, also man sieht ja auf den Fotos immer die Schokoladenseite von der Kette, wie sie da läuft und nie die andere Seite, wo das Getriebe ist. Viele Leute finden diese Seite hässlich. Hm. Ich muss aber sagen, dass sowohl Funktion als auch Design von dem Ding super umgesetzt ist. Man erkennt, dass es ein Rennmotorrad ist. Wenn es nicht mit riesigen Aufklebern Ducati draufstehen würde, würde man nicht wissen, dass der Ducati ist als nicht Motorradfreund. Man erkennt aber, dass es ein Motorrad ist. Man erkennt, dass es ein Getriebe hat. Es hat eine Kette, es hat einen Motor, das freut einen. Und ich finde es optisch super umgesetzt. Ich finde, besser hätte man nicht umsetzen können in der Lego-Welt. Auch nicht mit Creator Expert, muss ich ehrlich sein. Und wenn es der Creator Expert umgesetzt worden wäre, dann hätten sie auch diese Technik-Pedals benutzen müssen, hätte ich jetzt gesagt. Mhm. In meinen Augen ist es die perfekte Wahl. Und für ein Motorrad, es gab ja vorher schon Motorräder in der Technikwelt. 2019, jetzt diese Harley, wie gesagt. Letztes war eine BMW, ne? Genau, von Technik war es eine BMW. Für 50 Euro mit 603 Teilen, die R1200. Das ist ja Nummer 42063, der Streber hat vorher gegoogelt. Davor, 2015, gab es eine Straßenmaschine, die hatte 375 Teile, also knapp die Hälfte, kostete 35 Euro. Und im Jahr 2013 gab es auch so ein Motocross-Bike mit 253 Teilen für 30 Euro. Sprich, wir haben jetzt über 600 Teile und das Ding kostet 60 Euro und das ist durchaus im Rahmen der Motorradwelt von Lego, in der Technik-Motorradwelt. Und ich bin ja kein Autokäufer oder kein Motorradkäufer bei Technik, ich lasse die Dinger immer aus. Und seitdem ich das Ding gesehen habe, was es so haben wird an Funktionen, muss ich sagen, das Ding muss gekauft werden. Mhm. Allein wegen den Funktionen. Ich bin kein Motorradmensch, aber das muss reichen. Meine Playmobil-Finger müssen das Ding bauen. Ja. Ja. Grüße an Sebastian. Genau. Also ich muss ja sagen, ich glaube, dass das Modell gewinnt extrem durch den, insbesondere durch die Scheibenbremse vorne. Ich habe gerade mal versucht, vor meinem geistigen Auge mir diese Scheibenbremse wegzudenken und ich glaube, dann würde echt eine ganze Menge fehlen. Also das gibt dem Ganzen nochmal ein bisschen Biss. Das ist ein neues Teil, oder? Gab es das in der Technikwelt schon? Das ist neu. Das würde sich auch in dem einen oder anderen Porsche gut machen, wenn man den so umbauen würde. Durchaus, ja. Was auch spannend ist, auf dem Packungsschot der Rückseite ist eben so ein Modell gezeigt, in dem man praktisch vier Panels abnehmen kann, um die Maschine freizulegen, die komplette Technik. Und es böte sich doch an, diese vier Panels durch andersfarbige Panels zu ersetzen, dass man eine rot-blaue Maschine macht oder eine schwarz-gelbe Maschine. Schwarze Panels kriegen wir ja, oder haben wir jetzt gekriegt am Anfang Mai durch diese, durch den Dodge Charger von Dominic Toretto. Da ist einiges machbar. Auf jeden Fall wird den Moddern und Mockern eine Menge einfallen zu der Maschine, denke ich mal. Und ich kaufe sie mir doch. So. Und Modden und Mocken ist auch so das nächste Thema. Lego Ideas. Eigentlich wollte ich jetzt so drüber reden. Ja, es hat 20 Sets sind jetzt so in der Auswahl gelandet. Ich bete die nicht immer so schön runter, sondern seit gestern oder seit heute früh sind es 22 Sets. Also die Anzahl der Sets, die in dieser Abstimmung sind, die Lego macht, ist enorm. Normalerweise haben wir so 10 bis 12 oder 10, 13 Sets drin. Und jetzt haben wir schon 22 Sets, die 10.000 Unterstützer erreicht haben. Findet ihr das gut oder findet ihr das weniger gut, dass es so viele Sets sind? Auf der einen Seite ist es natürlich schön, dass es viele Sets gibt, die breite Masse der AFOLs anspricht, die vielleicht auch viele Leute interessant finden. Dennoch finde ich, sind leider auch immer viele mit dabei, die, glaube ich, nie wirklich eine realistische Chance hätten, umgesetzt zu werden. Also von diesen 22 Sets sind für mich, glaube ich, 20 dabei, die keine Chance hätten, in meinen Augen.
Ja, ich glaube, da bin ich bei Dustin. Also zum einen natürlich toll, mehr Auswahl, ne? Und auch für Lego wahrscheinlich ganz spannend, einfach aus einer relativen Breite auch an Ideen auswählen zu können. Und natürlich dann auch jeweils ein bisschen nach marktrelevanten Kriterien auszufiltern und zu schauen, was hat denn überhaupt realistisch eine Chance. Ich glaube, ich würde mal... Also vielleicht können wir das mal diskutieren. So, mich würde einfach mal interessieren, was uns das denn eigentlich sagt, dass jetzt auf einmal so eine große Flut von Zehntausender-Marken überschritten werden. Ich weiß nicht, beobachte jetzt Ideas vielleicht nicht so intensiv, um gut vergleichen zu können, ob die Qualität der Fan-Einreichungen gestiegen ist oder ob wir im Moment andere Effekte haben, die dafür sorgen, dass mehr Leute sich auf Ideas tummeln. Was glaubt ihr? Also die Qualität der Fan-Einreichung ist eigentlich immer konstant gut, bis sehr gut, würde ich sagen. Aber Lego hat ja immer noch diese Revisionsabteilung, die drüber schauen und einiges verbessern oder ändern. Siehe Baumhaus oder siehe jetzt auch die Pirate Bay. Das ist ja immer gewährleistet, damit es immer gut ist. Aber das war jetzt auch so ein Punkt, wo ich auf jeden Fall darauf zu sprechen gekommen wäre. 22 Sets in dem Auswahlrhythmus. Entweder sind es so viele, so ultimativ kreative Leute unterwegs, dass sie so schöne Modelle haben, dass so viele Leute die Modulidee oder der Bau so zusagt, oder es sind so viele Leute, die so viel Zeit haben abzustimmen, oder beides. Das sind so jetzt die Konstellationen, die ich auf den ersten Blick mal machen würde. Aber da gibt es bestimmt noch ein bisschen mehr, wenn man es hinterfragt. Ja. Ich wage mal die These, denn ich habe mal parallel schaue ich gerade auf der Ideas-Seite und filter auch nach den Projekten, die relativ viel Support bekommen haben, die noch unter der 10.000er-Marke sind, und wage die Prognose, dass wir innerhalb der nächsten 2 Wochen nochmal weitere 4, vielleicht sogar 5 weitere Ideasets mit der 10.000er-Marke sehen werden. Also das nimmt sogar noch zu, ne? Ja. Spannend. Und eine These, die ich jetzt aufstellen würde, was ich meinte, dass auf den ersten Blick ist es, dass die Leute Zeit haben, Sets zu bauen. Wobei die Leute, die brauchen schon ewig, um so ein Ding zu bauen. Und dass die Leute da sind, die Zeit haben, das durchzugucken. Aber ich glaube, der wesentliche Faktor ist einfach, dass die Leute verdammt viel Lizenzsets umsetzen. Also mehr als 70% der Sets sind Lizenzsets. Und wenn ich jetzt sehe, dass auf Lego Ideas ein Indiana Jones Set ist, dann gebe ich dafür blind meine Stimme. Auch wenn ich es cooler gefunden hätte, den Nachbau von Temple von Doom zu haben, anstatt so einem kleinen Miniaturteilchen mit allen 3 Filmen, die ganz kurz da drin sind. Oder wenn ich dann ein Tesla habe oder eine SpaceX Falcon-Rakete, dann klicke ich doch einfach da drauf, weil mir das einfach gefällt, weil ich es aus der Realität schon mal gesehen habe auf Bildern und supporte das aus Sympathie. Und andere Sets, die weniger mit einer Lizenz zu tun haben, wie zum Beispiel dieses zerfallene Haus oder sowas, das jetzt die 10.000 erreicht hat, die haben es halt deutlich schwerer. In meinen Augen. Stimmt, ja. Ja klar, wenn du keine Lizenzen oder sowas hast, dann hast du wenig Leute, die das halt diesen Wiedererkennungswert hatten und wegen dem Wiedererkennungswert auf Gefällt mir gedrückt haben oder auf Abstimmen gedrückt haben. Aber zum Beispiel dieses, was du gerade angesprochen hast, die Ruine, ja, natürlich sieht sie gut aus, aber ich glaube, dass dort auch viele einfach nur abgestimmt haben, weil schöne Teile mit verbaut sind und eventuell mehr draus gemacht werden kann, wenn das Set rauskommt. Aber wie sind die Leute darauf aufmerksam geworden, dass es dieses Set gibt? Mir sind in letzter Zeit so viele Beiträge auf gewissen Webseiten oder auch bei Twitter oder Instagram untergekommen, wo stand, hey, dieses Set finde ich cool, geht mal da bitte alle drauf und klickt auf Gefällt mir, dass es umgesetzt wird. Das hat immens zugenommen in den letzten 4 Wochen. Ja, also, die Leute haben alle Zeit. Hey, aber auch dieser Aufruf, mir gefällt dieses Set, habt gefälligst auch Interesse an diesem Set und klickt auf Support. Das war früher auch nicht so der Fall. Und ich nehme an, das hat auch so einen gewissen Charme, dass eben diese 22 Sets zustande kommen, wie eben auch dieses Untitled Goose Game Set, wo eben der eine Twitcher gesagt hat, ja cool, Lego Set, klick mal drauf und in ein paar Stunden hat sie 10.000 erreicht gehabt. Aber ich glaube, Kevin, das ist ganz wichtig. Also wie mobilisieren denn eigentlich die einzelnen Entwürfe ihre Supporter? Und ich glaube, gerade weil wir jetzt so einen überdurchschnittlich hohen Anteil an, ich sag mal vorsichtig, Lizenzen oder irgendwie also Themen haben, auch SpaceX würde ich jetzt mal ganz grob dazu zählen. Natürlich. Das bedeutet ja, dass da irgendwo Communities jenseits der Lego-Welt unterwegs sind, die auf sowas aufmerksam werden und dann gleich mobilisieren, oder? Also
es gibt offenbar eine große Space-Community, weil wir sehen ein weiteres, es gibt ja auch das Gemini, die Gemini-Kapsel da beispielsweise als, ich weiß nicht, x-ter Eintrag in der NASA-Welt. Also irgendwo scheint da ja auch Gruppen, die gar nicht so unbedingt im Lego, so im Lego, in der Lego-Welt unterwegs sind, sich zu mobilisieren und da schnell ihren Klick da lassen. Das ist genau das, was ich gemeint habe. Das ist halt einfach, die Leute sagen, rufen auf, stimmt dafür ab, macht euch einen Account, die Leute folgen diesem Aufruf und dann geht das so ab, wie mit diesem Sonic-Set zum Beispiel oder anderen Sachen wie Stargate oder sowas. Es geht einfach durch die Decke. Okay, Stargate ist schon länger drin gewesen, aber andere Sachen sind ein paar Tage da, gehen aufgrund von viralen Aufrufen durch die Decke, weil es eine große Fanbase hat und nicht unbedingt, weil die Leute sich für Lego interessieren. Das sehe ich auch völlig genauso. Ja, vielleicht ist es dann manchmal, es gab doch jetzt auch irgendwie die, weiß ich nicht, die U-Bahn von Toronto oder sowas, war ja auch irgendwie, ich weiß nicht, ob das diese Rutsche oder letzte Rutsche schon war, vielleicht ist das dann auch einfach, dass auf irgendwelchen Seiten von, weiß ich nicht, den Verkehrsbetrieben in Toronto geteilt wird und die Mitarbeiter denken sich, boah geil, das wäre genial, wenn wir eine U-Bahn von aus unserem Betrieb kriegen und dann alle da nochmal mit abstimmen. Stell dir mal vor, bei 1 Live wäre ein Moderator, ja, der Technik-Fan ist und der den blauen Pin-Podcast hört. Und der wird einfach mal morgens um 7.30 Uhr, ja, kurz vorm Verkehr sagen: Hey, hört mal da rein. Was denkst du, was hier los wäre? Ja, das ist ja wirklich so. Manchmal reicht ein Post eines Influencers oder ein Hinweis von irgendjemandem. Ja. Aber vielleicht sozusagen, wenn man den Blick nach vorne wirft, wird das so weitergehen, weil 10.000 war ja mal eine Marke, die gar nicht so einfach zu erreichen ist. Inzwischen offenbar ist die Trefferquote höher. Hat das Konsequenzen? Wird Lego da die Regeln ändern? Was glaubt ihr? Ich glaube ja, dass Lego hält sich ja generell bedeckt mit Zahlen, wie viele Leute beim Adidas-Projekt angemeldet sind. Ich denke mal nicht, dass sie die Regeln ändern werden, aber was die Zehntausende angeht, aber ich denke mal, sie werden so Sachen vielleicht machen mit IP-Sperren, dass zum Beispiel Leute, die 3-4 Accounts sich anlegen, kurzer Zeit mit derselben IP, dass da was gemacht werden sollte, so Sachen sind, oder eben, dass sie einfach sagen, ja, nach 10 Sets pro, oder die ersten 10 Sets, die in diesem Quartal reinkommen, die haben gewonnen. Und das war es dann mehr oder weniger. Danach gibt es keine weiteren Sets. Das wäre aber echt zum Nachteil für den anderen User, die dann die 10.000 erreichen könnten. Wobei jetzt hat es für die Leute, die eben in dieser Runde mit drin sind, die nicht gewählt werden, hat es auch extreme Nachteile. Also es hat, also ich wüsste jetzt keine Regel, die man anwenden könnte oder keine Regel, die man ändern könnte, um diesen Auswahlprozess für Lego einfacher zu gestalten und für die User auch viel mehr als akzeptable Hürde wieder annehmen zu können, dass man eben so ein schönes Ziel erreicht. Was wär die nächste Hürde? 20.000, 30.000? Oder soll man sagen, man soll maximal 1.500 Steine verwenden? Hat alles Auswirkungen auf die Kreativität. Ja, stimmt. Ja. Ja, oder dass man die Abstimmzeiträume verkürzt, ja, dass man sagt, also statt, weiß ich nicht, 100 Tagen hast du eben nur noch 60 Tage Zeit. Weil einige, es ist ja auch interessant, einige dieser Projekte schleichen sich ja über Jahre und Monate irgendwie hin. Kistenraupe. Genau, und sich so gerade über die 10K-Marke zu schleppen sozusagen. Und andere, ja. Ich glaube, die Pirates of Barracuda Bay war ja das gute Beispiel, wo es innerhalb eines Monats von 0 auf 10.000 ging. Also wo, glaube ich, dann auch, ich finde, das ist ja auch eine Kennzahl, ne, die was sagt. Also wie schnell erreicht denn eigentlich ein Projekt die nötige Hürde? Aber du kannst doch nicht sagen, dass ein Set, das 400 Tage zum 10.000 erreichen braucht, weniger wert ist als ein Set, das 30 Tage zum Sammeln der 10.000 Stimmen erreicht oder braucht. Das ist eine schöne Kennzahl, dass man eben vergleichen kann, wie lange die gebraucht haben, aber es ist keine Qualitätskennzahl. Damit kann Lego auch nichts einschränken. Ich sehe halt als größte Gefahr an, dass die Leute halt ihre Bauanleitung nicht so schnell veröffentlichen dürfen, weil da echt teilweise schöne Sachen dabei sind. Nicht jeder möchte sich jetzt zum Beispiel diese Bowling Alley nachbauen oder das Mary Poppins Teilchen, weil es, wenn es denn nicht denn von Lego umgesetzt werden sollte. Aber ich hätte zum Beispiel Interesse daran, die Pistenraupe umzubauen. Und da könnte ich jetzt nicht an eine einfache Teileliste oder Umbauanleitung kommen von anderen Sachen. Und so gerne ich wirklich auch nochmal einen Michael Knight oder einen David Hasselhoff haben möchte. Der Kit wird auch nie umgesetzt, obwohl es ein nettes Auto ist. Und da sollten die Leute dann, natürlich ist es schön, bei der 10.000 Supporter-Riege mit reinzukommen. Und es gibt dann mehr Ruhm für den jeweiligen Menschen. Ist es besser für ihn, anstatt dass er die Anleitung für $10 irgendwo auf einer Webseite verkauft? Ich verstehe das schon. Mhm. Ja. Aber bei 22 Einreichungen ist es schon,
Oder die Waldfee. Jeder, der sich halt, jeder wird sich betrogen fühlen, wenn er halt nicht von Lego genommen wird zum Umsetzen. Das ist halt wie immer. Ich denke auch nicht, dass sie mehr als zwei Sets umsetzen werden. Ich frage mich bei der großen Auswahl gerade, welchem Entwurf ich denn eigentlich, also wenn ich mir jetzt einen aussuchen müsste aus 22, das ist ja schon echt eine schwierige Aufgabe, um welches Projekt es mir denn wirklich schade wäre, wenn es nicht kommen würde. Wenn ich es aus Legos Gesichtsstandpunkt sehe, welches Set haut mir nicht komplett meine Produktlinie zusammen, weil ich bereits die Konkurrenz im Haus habe. Also gerade bei Bricks and Blooms, ich habe bereits Modular Buildings, dann muss ich nicht nochmal ein Modular Building der Ideaserie rausbringen. Mhm. Und wo müsste ich mir eine Lizenz kaufen, wo ich keine habe? Und dann würde ich als Lego sagen, hey, Indiana Jones ist ein starker Name, das Ding hat wenig Teile, das Ding sieht schick aus, das könnte man doch mal machen als kleines Ideas-Ding oder ein bisschen umgestalten von mir aus. Ich würde im Indiana Jones-Thema, weil sie auch stark mit Disney verbandelt sind, eine Menge Chancen einräumen. Mhm. Objektiv gesehen. Und ja, ihr? Ja, das stimmt. Ja, auch, also das Indiana Jones-Thema finde ich eigentlich mit am wahrscheinlichsten. Und sonst, ja, ich weiß nicht, ob Lego sich vielleicht denkt, wir könnten unsere Space-Reihe nochmal ein bisschen fortsetzen. Wir hatten in einem Jahr hatten wir jetzt die Apollo, dann hatten wir die ISS, dann könnte man ja jetzt, weiß ich nicht, Projekt Gemini mit umsetzen. Das, ob man da so eine kleine, sag ich mal, inoffizielle Ideas Space Serie draus macht, quasi. Es gibt ja durchaus Stimmen, die sagen, also wie viele Ideas Entwürfe braucht es denn eigentlich, um zu signalisieren, hey, hier wird sich eine eigene Toyline rechnen, ne? Also ich glaube, also korrigiert mich bitte, aber wenn ich es richtig weiß, dann hatten wir doch mit Minecraft auch ursprünglich mal einen Ideas Entwurf, der es dann letztlich zu einer eigenen Lego Toyline geschafft hat, die es auch immer noch gibt. Oder behaupte ich jetzt Quatsch? Das war mal ein Dark Ages, da kann ich nicht mitreden. Ah, okay. Dann stimmt, was ich sage. Ja, hundertprozentig. Automatisch. Aber ist euch ich wollte nur noch nachsetzen. Also, ich glaube, es haben jetzt alle verstanden nach der Apollo 5, nach all dem, was Dustin gerade aufgezählt hat, dass es ja offenbar irgendwie so etwas wie eine Nachfrage für NASA und Weltraum Exploration Sets hat und das Thema irgendwie weiter zu bedienen. Also daraus eine eigene Line zu machen, mit relativ wenig Risiko auf Ladenhüter, wird jetzt zumindest so in meinem Minimalverständnis von der Geschäftspolitik irgendwie Sinn machen. Ne? Würde es, also es wäre nicht so das erste Mal, dass sie sowas machen würden. Die haben ja, war es, nee, das war nicht, doch, Quatsch. Nee, das haben sie nicht umgesetzt. Okay, nee, ich rede Blödsinn. War eine andere Firma. Aber ist euch aufgefallen, dass immer wieder die gleichen Themen in Ideas bei fast jeder Welle mit reinkommen? Entweder ist etwas dabei, das mit Zügen zu tun hat, mit Burgen oder mit Piraten. Das ist immer mit vorhanden. Jetzt haben wir sogar ein ruined House, also ein zerfallenes Haus, was man so in eine Mittelalterwelt packen könnte. Und wir haben tatsächlich auch Castle in the Forest. Wir haben wieder etwas Bahnhofsmäßiges. Wir haben das Stadtgate mit drin. Wieder was Modular-mäßig mit Brick and Blooms. Und der Retro Bowling Alley geht ja auch in diese Richtung. Also die Leute sagen schon mit Ideas, was sie wollen, auch ein bisschen. Das ist so ein Sprachrohr der Community, wo sie Lego sagen, wir hätten gern auch diese Themenreihe. Wenn du schon sagst, ja, Space ist sowas, was wir gerne haben möchten, dann könnte man auch sagen, wir können mal gucken, worauf wir noch hören könnten, was unsere Community sich wünscht. Sie müssen ja nicht eine komplette Produktlinie machen, die über 3 Jahre supported wird, aber gerade mal auch wie bei Lego The Movie, dass man einfach mal 2 Kataloge, also 2 halbe Jahre lang Sets rausbringt und das war's. Mhm. Ja. Ich auch nicht lohnen. Dann könnte man mehr Themen umsetzen. Da gibt es eine exklusive im Lego-Store. Oder im Legoland. Ach ja. Ach, jetzt dreht er durch. Das wäre schön, ja. Aber also nur mal, um so eine Gegenthese aufzustellen. Ich finde ja schon so ein bisschen das Ruined House und auch der Wasserfall schon so ein bisschen rausstechen. Weil wenn wir jetzt mal all das, was wir eben gesagt haben, zusammenrechnen, es gibt irgendwie Lizenzen und es gibt vielleicht sowas wie eine außerhalb der Lego-Szene Community, die sich für einen IP interessiert sozusagen, dann kommen jetzt teilweise auch Ideen daher oder wie jetzt das Klavier beispielsweise, auf das wir noch warten dieses Jahr. Mhm. Da kommen dann tatsächlich dann auch Projekte daher, die so, ja, eigentlich so ein bisschen als
wie nennt man das, so als Underdogs daherkommen, tatsächlich mit einer Idee, ja, mit etwas, was wir bis jetzt noch nicht gesehen haben. Und ich finde das eigentlich bemerkenswert. Das sind so für mich so ein bisschen die Sachen, auf die ich besonders schaue. Weil den Rest, da hast du ja völlig recht, Kevin, den haben wir eigentlich schon vielfach gesehen, ne? Leider ja. Aber das sind eben diese Ideasets, weil man aus einer schönen Idee etwas baut. Eben deswegen wurde ja auch zum Beispiel dieses, was jetzt neben Winnie the Pooh mit den letzten Welle gewonnen hat, dieses Blacksmith House wurde mitgewählt, weil das eine schöne Idee ist, weil es so noch nicht gab. Es wurde das Friends-Set genommen, weil es jetzt so noch keine Fernsehadaption gab. Und zack, boom, kam zig Fernsehadaptionen. The Office. Und dann kam hier das und das und das. Und Musikvideos wurden als Lego-Sets umgesetzt. Es tritt so eine Welle frei einfach. Aber gerade eben, dass man, da ist das richtige Gespür bei den Dingen, dass wir so einen Vorreiter haben oder so ein Teil, was eben viel, viel Potenzial entfachen kann, dass es sowas eben fördern. Und da haben sie oft einen guten Riecher. Bei 22 Sets wird schwer. Ja, ja. Ach ja, ich will Züge. So. Aber ich finde, das war eine sehr schöne Diskussion zu den Ideas-Themen, zu der Ideas-Flut und Wasserfall, das passt auch zu der Flut. Ich finde den Wasserfall hervorragend. Ich finde den echt super. Mhm. Aber dieses Geklacker der kleinen Steinchen, da wirst du erstens wahnsinnig. Und zweitens wird das Lego schlechter verkaufen können als ein Indiana Jones-Set oder als ein Bahnhof. Aber die Idee ist mega. Gehe ich d'accord mit dir. Die Idee ist mega gut. Aber der Profi-Nerd in dir müsste doch jetzt eigentlich auch hinterfragen, welche Technikelemente bringen denn diesen Wasserfall eigentlich zum Fließen? Vielleicht sind da ja auch blaue Pins mit dabei, die das Wasser ein bisschen besser darstellen. Ja, ja. Zum Beispiel. Ich finde ja, dass das schön gelöst hat, weil die Idee ist ja ganz einfach gelöst. Im Hintergrund läuft einfach so eine Art Kette. Das haben die ja bei dem Schaufelradbagger gelöst. Da gab es ja auch keine Kette. Das waren diese 1x5 und 1x3er Liftarme, die einfach dann als Kette laufen, die auf blauen Pins zusammengesteckt sind. Und so kriegt man die einfach selber zusammengebaut nach. Wie er es jetzt in seinem Modell gelöst hat, habe ich noch gar nicht genau nachgeschaut. Ich habe mir das Video angeschaut, aber die Technik dahinter habe ich noch nicht ganz angeschaut. Aber es ist bestimmt ähnlich schön gelöst. Apropos ähnlich schön gelöst. Was mich gerade ein bisschen auflöst, sind Preise zu neuen Sets. Ich habe ja vorhin schon angesprochen, dass es neue Sets gibt bald. Und neben Harry Potter sprechen wir heute nicht. Vielleicht später, wenn ich gut drauf bin. Es gibt ja neue Sets und neue Infos zu Sets und es ist gerade so, mir kommt alles ein bisschen teuer vor. Die Frage ist, warum kommt es mir teuer vor? Ist das jetzt einfach nur mein Problem? Weil in der City Valley ist oft so eigentlich kein Gemecker, die Sets sind eigentlich gut bepreist. Klar, es kommt ein großes Flugzeug raus für 100 Euro mit ein bisschen Beiwerk. Ja, klar, früher war immer alles besser, der alte Flughafen war viel größer, am Flugzeug war mehr dran, ja, okay. Die Helikopter sind Mist, die es so gibt zum Aufziehen, wobei der Lukas von Stormwatch hat es geschafft, den abheben zu lassen. Team Lukas. aber preislich ist City eigentlich immer super. Und dann gucke ich mir Sets an von Jurassic World, die neuen Hiddenside-Sets und die neuen Ninjago-Sets im Vergleich dazu. Und ich bin immer so ein bisschen dann, oder ich war dann ein bisschen wow. Bei Jurassic World zum Beispiel hat mich einfach dieses größte Set, dieses Indominus Rex gegen Ankylosaurus mit 537 Teilen für 100 Euro einfach nur erschrocken. Klar, das Ding hat zwei große Dinos, so eine Gyrokugel und so ein kleines Haus, aber 537 Teile für 100 Euro, das ist schon ein Brecher. Das sind über 18,6 Cent pro Teil. Und das finde ich viel, auch für Jurassic World. Wie seht ihr das? Also ich fand ja schon immer die Jurassic World Sets ein bisschen teurer, weil halt auch die Dinos mit dabei sind, die ja große Formteile sind und die ja im Prinzip, wenn du dir ein Jurassic World Set kaufst, zum Beispiel dieses 20-Euro-Set, nimmst die Dinos raus, verkaufst die Dinos weiter, hast du die Steine umsonst im Prinzip. Und ja, ich weiß nicht, bei mir landen ab und zu mal welche, wenn sie im Ausverkauf sind, aber das war's. Sonst, ich würde mir nie, auch mit Rabatten teilweise, die normalen Rabatte, die es so gibt, die Jurassic World Sets holen, auch wenn ich die Dinos cool finde. Auch alle, aber, die da jetzt drin sind. Aber Jurassic World ist doch ein Spielthema. Damit spielen doch Kinder. Die wollen das zum Spielen haben, nicht zum Dinos weiterverkaufen. Ja. Aber erzähl das mal Lukas, dass seine Dinos, die er sammelt, eigentlich zum Spielen gedacht sind. Touché. Sehr schön. Aber apropos, ich habe gestern Abend gemeinsam mit dem Sebastian und dem
Nando aus der Stone-Varane-Gruppe tatsächlich mal eine Session gemacht, wo wir Bild für Bild und jedes einzelne neue Set, was jetzt vorgestellt wurde in den letzten Tagen, mal durchgegangen sind. Und die beiden sind ja Väter. Ich meinerseits kann da nicht mitreden, aber die haben das auch so aus der Perspektive bewertet. Ne? Wie spannend wäre das denn eigentlich für einen Neunjährigen oder eine Neunjährige, die sich jetzt, die da vor dem Regal steht und entscheiden soll. Und ich bin total bei euch. Ich glaube, gerade bei den Jurassic World Sets ist es ja eindeutig so, komm, lass den ganzen Quatsch weg, es geht um die Dinos. Ich glaube, alles, was da irgendwie mit Steinen noch im Hintergrund zu sehen ist, könnte man sich eigentlich auch getrost sparen. Es rechtfertigt nicht den Preis, sondern das, worauf es wirklich ankommt, sind die Tierfiguren. Und das deswegen kaufen es die Leute. Die Erwachsenen kaufen es für ihre Kinder. Nur deswegen, das ist völlig klar. Leider. Aber wenn wir nochmal auf den Preis ganz kurz gehen. Ich habe vorhin auch ganz kurz im Vorgespräch gesagt, zum Beispiel die 75930, was es vor 2 Jahren gab, was schon lange EOL ist, diese Indoraptor-Verwüstung im Lockwood-Anwesen, das war ein Set für 130 Euro, hat aber 1019 Teile. Das Ding hat doppelt so viele Teile, dieses Haus mit 2 Dinos und 4 Minifiguren, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, mit 8 Minifiguren, ja. Hat doppelt so viele Teile wie das jetzige Topset. Das ist erschreckend in meinen Augen. Das macht mir gerade ein bisschen zu schaffen. Ja, das muss ich dir leider zustimmen. Ja. Und das von dir angesprochene Set hatte ja wenigstens auch ein bisschen Substanz, ne? Also mit ein bisschen einem Gebäude, was man bauen konnte und Details und so weiter. Ja, sogar in 10. Damit kann man sich ein halbes Harry Potter Schloss bauen. Genau. Das Haus war 5 Noppen breit nach hinten, also tief. Also das wurde knapp. Eine bessere Fassade. Ja, es war eine Fassade natürlich. Und die wurde wegen der Dinos gekauft, gar keine Frage. Gebe ich euch völlig recht. Aber ich finde diese Preise schon sehr erschreckend. Und bei Hidden Side ist es mir ähnlich gegangen. Es gibt 5 neue Sets jetzt im 2. Halbjahr 2020. Es gibt ein U-Boot, ein Racecar, einen Firetruck, der übrigens sehr super ausschaut. So wie der Bus damals in der ersten Serie. Mhm. Und ein Castle of Mysteries und eine Burg und eine Abandoned Prison und überhaupt. Und das eine Set, das ich erwähnt habe, Abandoned Prison of Newbury, die 70435. Das Ding hat 400 Teile für 39,99. Die Mathematikriesen unter euch haben schon festgestellt, wie teuer ein Teil sein muss. Das kostet 10 Cent ein Teil, ja. Und es gab mal in der ersten Welle war es, glaube ich, so ein Friedhofset. Es war ein Friedhof, die 70420. Der kostete 30 Euro und hat 335 Teile. Ja, ich weiß, nur ein bisschen weniger pro Teil, aber ungefähr die Grundfläche ist gleich groß. Und da ist gefühlt auch alle Sets weniger Teile und mehr Geld, das sie von uns wollen. Und da gibt es keine Dinos drin. Wie erklärt euch das? Schöne Teile. Also das habe ich zu Timo letztens schon geschrieben. Dieses, das Prison hat sehr schöne Plates in Dark Orange und sehr viele Steine, also Bricks in Olivgrün. Und wenn man dann mal an so einem Bricketive-Haus sitzt, weiß man, dass man diese Teile auf jeden Fall gebrauchen kann. Also das waren die mir damals, als ich das hier gebaut habe. Ja, genau aus der Perspektive betrachten wir das. Ne? Und das ist auch wieder so auf jeden Fall holen zum Ausschlachten. Aber würde euch Lego sagen, hey, wir wollen die Leute, die Modularhäuser bauen, dazu zwingen, dass sie dieses Set kaufen oder damit sie Teile teuer bei Bricklink kaufen können, das uns auch jetzt gehört. Ja, auch hier, ne? Jetzt dürfen wir nicht vergessen, was Hidden Side noch ist, außer das reine Set mit dem physischen Stein, sondern Hidden Side hat ja auch noch eine Software-Komponente sozusagen, und alle, die so ein bisschen IT-affin sind, wissen, dass das iPhone natürlich an Materialwert wahrscheinlich weniger kostet als das, was man tatsächlich bezahlt. Und es könnte ja aber sein, dass es so etwas wie einen Entwicklungsaufwand gibt, der auch bezahlt werden will. Und bei Hidden Side, also These, könnte ich mir vorstellen, dass es so etwas wie eine Umlage Entwicklungskosten der Software, die dahinter steht und die Wartung und so weiter gibt, die auf die Preise aufgeschlagen wird. Ich will das nicht rechtfertigen, aber zumindest wäre es ein Erklärungsversuch. 100%ig machen sie das. Sie legen die Kosten der App-Entwicklung natürlich auf die Sets um. Das ist auf jeden Fall so. Ein User auf dem Stonewalls-Kanal hat auch gesagt, aus Hidden Side wird Hidden Costs. Klar, die rechnen die App-Entwicklung mit in die Preise ein. Das ist gar kein Geheimnis. Das macht jeder Hersteller. Mhm. Ich finde das aber, gerade bei diesen Sets, sind das für die
der Preis gefühlt um 20% gestiegen für die Sets, für die Anzahl Teile. Ich muss aber sagen, die Sets sind echt hübsch gewählt und haben auch wieder diese, was ich bei der letzten Welle bemerkt habe, Umbaufunktion, dass man aus einem normalen Set einfach mit wenigen Handgriffen ein Monster machen kann. Und das hat mir das letzte Mal sehr missfallen, dass es nicht mehr möglich ist. Das ist bei denen jetzt wieder mehr möglich. Aber ich finde die Preise doch hoch, aber noch im Lego-Hiddenside-Rahmen, aber gefühlt weniger Teile und weniger Sachen. Klar sind die Teile für euch, die die Dinger zum Ausschlachten wollt, für Häuser und Brickative-Teilchen, für euch sind die Dinger natürlich Gold wert. Ja, für den normalen Menschen, der so ein Ding sieht und zu Ostern oder Weihnachten kauft, ob der nächste lieber zu Playmobil greift, weil er für den gleichen Preis mehr kriegt, wer weiß. Oh wei, oh wei. Der Podcast driftet hier in eine Richtung ab, das... Das stimmt. Schöne Grüße an die Playmobil-Freunde. Wir schätzen euch sehr. Und auch einen Spielwareninvestor. Mit Playmobil soll man auch Geld machen können, habe ich gehört. und ich habe jetzt schon die ganze Zeit gelästert, dass die Sets so teuer sind, so teuer, so teuer. Und dann ist mir aufgefallen, die neuen Ninjago-Sets, da haben sie Sets mit 1780 Teilen, die kosten 130 Euro. Und es ist auch eine Eigenmarke wie Hiddenside. Wie passt denn das zusammen? Oder haben wir bloß ein falsches Verständnis für die Welt? Keine App. Ja, da haben wir es. Aber eine Fernsehserie. Aber da kriegen sie ja dann durch das Ausstrahlen auch wieder Gelder rein, oder nicht? Natürlich, ja. Aber warum sind denn die Ninjago-Sets, die auch Eigenmarken sind, viel günstiger und mehr tolle Teile, würde ich nicht unbedingt sagen, aber viel Minifiguren, warum sind die deutlich günstiger als die Hiddenside-Sets? Hast du eine Ahnung, Timo? Also ich kann natürlich auch nur spekulieren, ne? Also ein Erklärungsversuch, wie eben schon mal gewagt bei Hiddenside, dass da was umgelegt werden muss und dass sich jetzt überproportional auf den Setpreis irgendwie ausschlägt. Ansonsten aus einer kaufmännischen Sicht könnte ich mir ansonsten nur noch erklären, dass es natürlich irgendwie auch was mit Volumina zu tun hat. Ich glaube, Ninjago ist mit Abstand eine der besten Toylines, die Lego im Portfolio hat. Vielleicht können sie da über die Masse ein bisschen mehr regeln, das weiß ich nicht, wie da kalkuliert wird. Möglich. Oder wir decken einfach alle bloß, weil wir so günstige Preise sehen, die anderen Sachen sind zu teuer oder umgekehrt, wir sehen so teure Preise und sagen, der andere Rest ist so günstig. Andere sagen, Lego Technik wäre sehr, sehr teuer. Ich sage, Lego Technik ist preislich noch okay. Auch der Liebherr ist preislich okay. Vielleicht sehen wir das bei den Sets eben auch, weil ich am Anfang gesagt habe, Lego City ist eigentlich immer gut bepreist. Wir kriegen zwar immer weniger Steine für die Preise, aber trotzdem ist es noch einigermaßen vertretbar. Vielleicht ist unsere Auffassung einfach falsch. Ja, die Frage ist ja auch so ein bisschen, was ist denn eigentlich der Benchmark, ne? Also was ist der Mittelwert, wo wir sagen, das ist ein normaler Preis? Also früher war das für mich tatsächlich so ein bisschen der reguläre City-Preis. Was kostet die aktuelle Polizeistation? Und das war dann so ein bisschen der Vergleichsbenchmark sozusagen, unter dem oder über dem ich dann Preis-Leistungs-Verhältnisse bewertet habe. Ich weiß nicht, ob das heute noch stimmt. Ich für meine Begriffe halte City eigentlich, wenn man rein vom Steine- und Teilepreis ausgeht, für eine relativ teure Angelegenheit. Da gibt es, glaube ich, so im Creator 3-in-1 Umfeld bessere Preis-Leistungs-Verhältnisse. Aber nicht so schöne Steine. Aber vielleicht nicht so schöne Steine, ja, genau. Ja, aber also jetzt, ich finde, Ninjago ist ja auch so eine Geschichte, da müssen jetzt alle Familienväter und Familienmütter wahrscheinlich mitsprechen können und können jeden Charakter mit benamsen. Ich bin da leider raus. Aber mir fällt bei Ninjago beispielsweise auf, dass sich extrem viel Mühe gegeben wird, um die einzelnen Charaktere vernünftig zu machen. Ich glaube, es gibt wenig Toylines bei Lego, wo so viel Energie tatsächlich in die Gestaltung der Minifiguren geht. Mit Prints all over the place. Das stimmt. Da nehmen sich viel Mühe. Und die Geschichte der Minifigur wird in jedem Set irgendwie richtig schön beleuchtet. Also es zieht sich immer so wie ein roter Faden durch das ganze Set. Wenn es zum Beispiel, weiß ich nicht, der grüne Drache von Lloyd ist oder sowas. Also man hat immer dieses Schema der Minifigur und dieses Farbschema ja auch, die jede einzelne Minifigur der hauptsächlichen Charaktere da zugeteilt bekommen hat, immer mit drin. Also die geben sich da echt schon, wie du sagtest, schon richtig Mühe mit. Ich habe einen sechsjährigen Ninjago-Nerd hier, ja. Da kann der sofort sagen, wie welcher Charakter heißt, wie alt der ist, was er kann, was seine Spezialfähigkeiten sind. Das zieht einfach. Und die Toyline ist auch wirklich sehr schön zusammengefasst, sehr schön präsentiert für Kinder. Und
Es zieht einfach, da kommt was Neues raus, das muss ich haben. Dieser Haben-Muss-Reflex ist da, wie bei uns für andere Sets. Ja, ganz klar, das zieht. Das kann ich mir auch vorstellen, ne? Und ich meine, das Prinzip kennen wir ja aus den 80ern, Kevin, dass sozusagen du eine Toyline begleitend zu einer Fernsehserie rausbringst, Hashtag Master of the Universe oder Power Rangers oder Mask oder so, ja, die Älteren unter uns erinnern sich, das Prinzip funktioniert ja schon sehr, sehr lange und ich glaube, nichts anderes ist das hier, es wird angefixt über eine TV-Sendung, die Kids kennen sich damit aus und wollen die Sachen haben. Und dann wird das gekauft. Ich glaube, also das ist ja eine relativ einfache Formel und die funktioniert offenbar seit sehr vielen Jahren für Ninjago optimal. Genau, bei City funktioniert es nicht. Da gibt es ja auch Serien dazu. Und zu anderen Lego-Serien gibt es ja auch Serien. Die laufen nicht so gut. Ninjago hat halt den Kindergeist völlig eingefangen. Mhm. Und jetzt kommen auch bald die Minions. Hat dann natürlich einen speziellen Grund, warum die Minions kommen. Und ich bin so froh, dass es von Lego keine Paw Patrol gibt. Oh. Das wäre es noch. Ja. Aber der Sebastian hat mich gestern, als wir uns die Sachen durchgeschaut haben, also dazu muss man sagen, man kann ja vom Sebastian halten, was man will. Gestern hatte er einen lichten Moment und hat mich darauf hingewiesen, dass diese Ninjago-Sets, zumindest die größeren davon, auch eigentlich sowas wie eine modulare Komponente haben. Es handelt sich nämlich hier um so eine Art Dungeon-Crawler, wenn man ganz genau hinschaut. Und das als alter Fantasy-Nerd und ehemals Warhammer-Fan und Dungeon-Crawler-Fan ist etwas, was sogar mich anspricht. Fand ich ganz interessant. Da bin ich sehr gespannt, ob das bei den Kids funktionieren wird. Oder also ob die sich damit überhaupt befassen oder ob diese Spiel, also Brettspielkomponente möchte ich es jetzt mal fast nennen, überhaupt keine Rolle spielt. Reise zum Totenkopfverlies, der Drache hier, das Gefängnis von dort. Also das hat schon ein bisschen einen Magic Touch. Gebe ich dir völlig recht. Ja. Ich weiß nicht, ob die Kinder dann die Parallele dazu ziehen, aber vielleicht soll es auch Erwachsene ansprechen wie uns, die es noch kennen und die einfach damit reingesogen werden sollen. Ja, Freunde des W20, die werden sich das jetzt holen. Nerds dieser Welt, vereinigt euch. Ich würfel jetzt auf Initiative mit einem W100. Aber nochmal zu dem Preisthema ganz kurz zurückzugehen, bevor ich noch ganz kurz meinen kritischen Trefferschaden auswürfel hier. Ich glaube, die gefühlte Preiswahrnehmung kommt auch damit, weil wir oft so zusammenrechnen, wie viel Stein hat ein Set und wie viel kostet das Set, dass wir den Preis pro Teil Effekt ausrechnen, so und so viel Cent. Bei Creator darf es nicht mehr als so und so viel kosten. Bei Technik bist du schon teuer, wenn es 7 Cent pro Stein übersteigt. Und bei Creator Expert, was ist unter 8 Cent? Das ist ja über 8 Cent, das geht ja gar nicht. Das spielt eine Menge mit. Und was in letzter Zeit auch oft hochkommt, ist, auch getriggert durch einige größere YouTuber aus dem Herzen von Europa, die auch zum Beispiel so Sachen machen oder so Sachen promoviert haben, wie zum Beispiel der Wiederverkaufswert der einzelnen Steine bedeutet, ein Set kostet 40 Euro, aber der Steinewert ist bei Bricklink zum Beispiel das Doppelte oder so, dass da eben dann auch die Preiszusammenhänge völlig aus dem Ruder laufen. Und dass man da eben sagt, ja, 40 Euro, das ist ja, na, und wenn ich einzeln verkaufe, dann kriege ich dafür 70 und hin und her und die Dinos sind so und so viel wert und das schädigt unser Preisgefühl auch so ein bisschen. Mhm. Wenn ich mir Playmobil angucke, ganz objektiv, da kostet eine große Ritterburg auch 130 Euro. Da kostet ein großes Piratenschiff 180 Euro. Oder umgekehrt, ist völlig egal. Aber da kostet eben, und es sind weniger Teile dabei, da kostet eben Qualität Geld, wie bei Lego auch. Und ich glaube, die preisen ihre Sachen nicht nach Teilen ein. Und wir rechnen zu oft mit Steine oder Cent pro Teil. Ich glaube, das ist unser Fehler, den wir machen. Da sagst du was. Ich glaube, diese Formel geht nämlich tatsächlich auch nicht immer auf. Ich glaube, das ist ja jetzt auch keine neue Erkenntnis. Es gibt durchaus Sets, wo ein Preis pro Teil Formel sozusagen Sinn machen und wo das vielleicht auch eine Indikation liefert. Und dann gibt es aber wiederum andere Sets, wo das absolut überhaupt, also die falsche Herangehensweise ist. Mir fallen jetzt leider keine Beispiele ein. Aber ich meine, das wird ja auch schon lange gefordert, dass man mal so ein bisschen Transparenz über die Preisgestaltung einiger Sets benötigte, um diesen Diskussionen mal so ein bisschen Einhalt zu gebieten.
Nee, Dustin, du zum Beispiel hast ja früher viel Star Wars gekauft. Also im Millennium Falcon sind große Parabolspiegel dabei. An einem AT-AT sind große Parabolspiegel dabei. Wenn das so ein 8x8er runder Parabolspiegel dabei ist, dann ist der natürlich mehr wert als 1x2 Fliese zum Beispiel. Da sind ja so viele, so große Teile dabei. Bei Star Wars war der Teilepreis schon immer hoch, wo man gejaucht, tata, 10 Cent pro Teil, das sind wir bei Hiddenside jetzt gerade auch. Aber das waren tolle Teile, da waren auch große Teile dabei. Natürlich auch viel Kleinkram, ist einfach so. Und bei Creator zum Beispiel sind es viele Standardteile, wo keine Special-Teile mit drin sind, deswegen ist der Teilepreis so gering. Aus der Star Wars-Riege zum Beispiel bist du ja ziemlich stark da drin gewesen oder immer noch drin. Du hast dich nicht mit Cent pro Teil aufgehalten, groß, oder? Nee, eigentlich nicht. Also ich habe mir angeguckt, wie ich das Set vom Optischen her bewerte und habe es mir dann, je nachdem, wie es mir gefallen hat, ob es in meinen Schema passte, ich habe eine Zeit lang eine Rebellenflotte aufgebaut und dann eine Zeit lang Millennium Falcon eigentlich versucht, alle möglichst vollständig zu kriegen. Und da habe ich dann auch nicht drauf geachtet, ob der Steinepreis für mich passt, sondern ich habe geguckt, wo das Set dann am günstigsten ist und ob sich das für mich lohnt. Und wenn ich fand, es war okay, das Geld dafür auszugeben, was es gekostet hat, dann war das für mich okay. Also ich habe dann nicht noch umgerechnet, oh, das waren jetzt aber 12 Cent pro Teil, das war mir, ist eigentlich ein bisschen zu teuer. Das ist auch ein super Schlusswort, weil du sagst genau das, was ich eigentlich auch denke, wenn einem das Set gefällt, soll man es kaufen, egal ob man denkt, ob es zu teuer ist oder nicht. Irgendwo ist es bestimmt im Angebot in 2 Monaten. Man muss es nicht am ersten Tag haben, außer die schönen Star Wars Büsten. Aber das Set sollte einem gefallen. Oder eben, wenn man sagt, ja, ich brauche die Teile, dann soll man sich für die Teile kaufen. Und ich finde, wir meckern gerade ein bisschen zu viel darum, obwohl wir eigentlich andere Probleme haben. Absolut. Ja, keine Züge. Und wenn wir schon bei der bestlaufenden Toyline von Lego sind, gehen wir doch gleich zu der zweitbesten Toyline, zu Star Wars. Bald ist der 4. Mai. Der 4. Mai ist der Star Wars Tag. Und wie zu jedem Star Wars Tag gibt es immer ein kleines Gift with Purchase dazu. Dieses Jahr wird es die 40407 sein. Das ist so ein kleines Diorama, wie die letzten 2 Jahre auch schon. Es war ein Diorama von Hoth gewesen, dann kam ein Diorama von Endor und es ist ein Diorama vom Death Star 2 Battle, in dem ein A-Wing fliegt, der von einem TIE Fighter gejagt wird. So ein nettes kleines Set mit 235 Teilen, das man ab 75 Euro Einkaufswert bei Lego bekommt und im Lego Store. Zwischen dem 1.5. und 4.5. muss man dazu bei Lego bestellen für 75 Euro. So, Werbung Ende. Wie findet ihr das Set? Ja, also ich finde es schön, dass sie das Schema fortsetzen mit den, ich glaube, es ist auch dieselbe Größe wie die anderen beiden, die sie hatten. Mhm. Finde es echt super, dass sie das machen. Ich hätte mir eher den Trench Run gewünscht, aber passend zu dem A-Wing UCS finde ich das auch echt super. Wobei das Einzige, was mir an dem Set nicht gefällt, tatsächlich der A-Wing ist. Mhm. Der da drin sitzt. Da gab es im Adventskalender oder ähnliches mal schönere kleine Modelle. Der TIE, ich glaube, es ist ein TIE Interceptor. Der sieht echt super aus. Der ist auch mit den Teilen her gut umgesetzt, mit den Wedgeplates als Flügel, die leicht angeklappt sind. Der Geschützturm ist super. Auch die Farbgebung mit dem Dark Red mit dabei finde ich klasse. Aber der A-Wing, weiß ich nicht, der sieht mir zu klobig aus. Mhm. Ja, dem würde ich mich anschließen. Das, was bei mir auslöst, ich muss zugeben, auch Star Wars ist jetzt nicht mein Schwerpunkt sozusagen, was meine Lego-Leidenschaft angeht, aber das ist so ein Set, was ein Haben-Wollen-Reflex auslöst, mhm. Zumal ich auch die anderen beiden GWPs schon meinen eigen nennen kann, bin ich jetzt im Moment tatsächlich am Überlegen, was ich ab Donnerstagnacht, also ab Mitternacht sozusagen, ab dem 1. Mai, dann überhaupt an Umsatz in meinen Warenkorb lege, um auf die 75 Euro zu kommen. Mit anderen Worten heißt das Marketing funktioniert hervorragend. Ja, selbst bei mir. Ich habe vor 2 Wochen eine Umfrage auf meiner Webseite gestartet, ob denn ihr nur bei Lego bestellt, um ein GWP abzusahnen, und 100% sagen, ja, mache ich. Ich glaube, ja. Es ist einfach so. Es ist ein schönes Diorama. Natürlich hätte es immer noch ein anderes, schöneres, besseres Diorama geben können, aber es passt in die Reihe rein. Und was mir besonders gut gefällt, weil ich schon gesagt habe, es gab im Adventskalender so kleine Mikrobuilds von Raumschiffen. Wenn der A-Wing nicht gefällt, setze ich einfach eins aus dem Adventskalender rein. Stimmt, ja. Zack, bumm, aus die Maus. Nee, ist aber eine schöne Aktion. Freut mich, dass Lego das macht, anstatt so ein kleines Polybag beizulegen, sondern wirklich was Schönes, wo man auch schöne graue Teile kriegt. Ach ja,
Warum nicht? Und bevor wir jetzt zu dem Schwerpunkt gehen, wo ich euch beide ja theoretisch alleine reden lassen kann, zu den Modulars, wollte ich noch, weil wir nehmen jetzt gerade am Dienstagabend auf, dass die Folge rechtzeitig Mittwoch da ist, dass auch alles schön wunderbar während im Homeoffice genießen können in der Mittagspause, möchte ich noch auf die neuen Harry Potter Infos eingehen. Da kam nämlich just heute eine Menge Infos zu den 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 neuen Sets raus. Und vor ein paar Tagen kam schon mal ein Polybag Info aus, das Harry Potter Polybag mit dem Hedwig, mit den gespreizten Flügeln. Und habe gesagt, boah, cool, das Polybag muss ich haben wegen Hedwig, wegen dem neuen Hedwig. Und es ist gefühlt jedem neuen Set drin. Und anstatt uns jetzt lange in jedem Set aufzuhängen, würde ich doch sagen, wir gehen einfach mal ganz kurz durch, aber sprechen trotzdem jedes Mal ganz kurz an. Die Geschichte, dass dieses große Hogwarts-Schloss, was jetzt aus der großen Halle besteht, der peitschenden Weide und dem Uhrenturm, den man so zusammenstecken kann, dieses Schema wird fortgeführt. Das erste Teil, das man einstecken kann zum Beispiel, ist der Raum der Wünsche, die 75966. Das ist so ein kleines, schnuckeliges Set, wo einfach 4 Minifiguren oder 3,5 Minifiguren dabei sind und 2 Glitzertierchen, die den Raum der Wünsche nachstellen sollen. Seid ihr mit dem Film gut vertraut? Dustin, ein bisschen, du Timo? Ich kenne die Filme, ich erkenne die Szene jetzt ehrlich gesagt nicht, aber da bin ich jetzt auch nicht ausschlaggebend. Okay. Also ich erkenne die Szene tatsächlich wieder. Ja, im Raum der Wünsche wird Dumbledores Army eben geformt, die sich im Kampf gegen Voldemort formiert. Das Spannende ist ja, dass dieses Set eine Vorder- und Rückansicht hat, die beide bespielbar sind. Auf der einen Seite kann man eine Wand beiseite schieben, um denen die Türe zu erhaschen. Und auf der Innenseite hat man einen Kamin, da kann man was drücken, dass auf der anderen Seite an der Wand was runterfällt. Die meisten Leute kaufen sich dieses Set, wer jetzt gedacht, wegen den Minifiguren oder wegen den kleinen Glitzertierchen. Und man kann damit sein Hogwarts ein paar Zentimeter breiter machen, weil es eben auch diese Aufnahmen dafür hat. So ein Raum, da wird Gewünsche gehört einfach rein. Für 20 Euro, knapp 200 Teile. Das ist dieses typische 20-Euro-Segment von Harry Potter. Die waren ja immer um die 200 Teile und 20 Euro rum. Kann man sagen, was man will. Das klingt teuer, aber ich finde es einfach okay. Mhm. Das nächste Set wäre die 75967. Das ist einfach plus eins. Der verbotene Wald. Begegnung mit Umbridge. Das ist somit eines der umstrittensten Sets. Das ist so ein kleiner Baum, den kann man aufklappen. Das ist keine Kulisse wie beim alten Set, der praktisch nur vorne hübsch war und hinten einfach nur Kulisse, sondern das ist ein echter Baum, vorne und hinten geschlossen, den kann man aufklappen. Und einem gebauten Halbbruder von Hagrid, so ein Riese. Und 3 Minifiguren und 2 neuen Figuren oder 2 neuen Teilen vielmehr. Das ist, sind diese Minotauren ist das falsche Wort, ne? Wie heißen die Dinger richtig? Zentauren. Zentauren. Mhm. Genau, mit 2 Zentauren, bei denen man praktisch einen Pferdeunterkörper hat, aber einen beliebigen Oberkörper von einer Lego-Minifigur aufstecken kann. Also man könnte auch einen Lego-Harry-Potter-Zentaure machen. Was sagt ihr denn zu dem Set? Da erkenne ich die Szene wieder. Also so viel dazu. Tja, also erstmal, was fällt mir auf? Mir fällt auf, wir sehen Harry Potter diesmal mit den langen Beinen. Oh ja. Das haben wir, glaube ich, bis jetzt noch nicht gesehen, zumindest bei den Sets, die ich kenne, dass wir auch nicht die Midi-Beine, also die mittellangen, sondern wirklich die langen, die ganz normalen Minifiguren-Beine sehen. Gut, die Figuren gefallen mir jetzt per se ganz gut. Die Zentauren sind klasse. Ich glaube, davon lebt das Set auch im Wesentlichen. Und ich bin gespannt, wie viele Zentauren-Armeen wir zukünftig sehen werden. Von der großen Figur bin ich jetzt nicht besonders begeistert. Das trifft meinen Geschmack nicht. Die große Figur, die ist nett gemeint, aber das ist einfach nur, dass Teile da sind. Der Baum ist nett, ist ein halbes Forestman-Versteck, muss man sagen. Das gefällt mir sehr gut. Aber der gebaute Riese ist jetzt nicht sonderlich toll, aber die Zentauren, das ist das Highlight. Stell dir mal den Zentauren mit C3PO-Oberkörper vor. Oder, oder mit dem Oberkörper von, wen haben wir denn noch? Von Dumbledore von mir aus. Ich glaube, das wird ein schönes Set werden. Mhm. Fun Fact, es ist wahrscheinlich das erste Mal, dass es einen Sticker mit aufklebbarem Brusthaar gibt in diesem Set. Darauf haben wir, glaube ich, alle gewartet. Großartig. Da lobe ich mir doch die Minifigur von dem Creator 3-in-1 Burger Monster Truck, wo der Typ halt schon einen bedruckten Oberkörper mit Brusthaaren hat. Ja, es geht auch mit Druck. Besser. Ego. Das nächste Set ist die 75968, der Ligusterweg 4. Das ist ein Set mit knapp 800 Teilen. Auf Englisch heißt es 4 Privet Drive, also praktisch
dort, wo die Dursleys wohnen, wo der Harry unter der Treppe gewohnt hat und später nach oben gezogen ist, in dem Dobby ihn terrorisiert hat und in dem Ron vorbeikommt mit dem blauen Auto, das vergitterte Fenster wegreißt und sie gemeinsam nach Hogwarts fahren, fliegen, was Teil 2 und 3 hat. Nicht halt, doch Teil 2 war es gewesen. Ja, das Set ist jetzt in jeder Hinsicht, finde ich, doof. Wie seht ihr das? Bevor ich mich auslasse. Außer, dass der coole Hedwig dabei ist. Ja, also ich sehe das ähnlich. Also erstmal finde ich es viel zu teuer. Mhm. Und dann finde ich es schade, dass es nur so eine Kulisse ist. Und ich finde es schade, dass sie bei dem Auto wieder einen Rückschritt gemacht haben, weil der kleine blaue Wagen, der in der peitschenden Weide hing, den fand ich deutlich schöner als den. Und das war ja nur eine Welle vorher. Also da haben sie einen deutlichen Rückschritt gemacht in meinen Augen beim Auto. Das ist ja fast dasselbe Auto, bloß die Motorhaube ist ein bisschen anders, wenn ich mich nicht täusche, oder? Na, ich finde, das Dach sieht noch anders aus. Und von Also für mich ist es ein komplett anderes Auto. Ich muss nochmal ganz kurz das sieht aber nur so aus. Das sieht nur so aus, weil der Kofferraum hochgeklappt ist bei dem Bild. Also auf Stonewalls gibt es ja einen Slider dazu, zu dem Fort Anglia, und da kann man ganz gut erkennen, dass, es ist etwas anders gebaut, aber ich glaube, die Grundidee ist schon noch, sie sind sehr nah beieinander, würde ich sagen. Ja, okay, die Seitenfenster noch mit beklebten Sachen, ja, natürlich. Ja. Ein bisschen Differenz ist da. Dustin hat schon recht, also möglicherweise ein Rückschritt im Vergleich zu dem Fahrzeug, was wir aus der Peitschenden Weide kennen. Ich muss aber allerdings sagen, so ansonsten das Set, wenn ich jetzt mal kurz den Preis für einen Moment ausblende, finde ich das jetzt so vernichtend schlecht gar nicht. Also beispielsweise gefällt mir das Dachdesign und auch so von der Steinerauswahl. Also ich schaue vielleicht auch mal ein bisschen aus der Perspektive, welche Teile bekommen wir denn da eigentlich? Ich weiß nicht, wie du es siehst, aber ich finde da eigentlich für meine Steinekiste schon wieder eine ganze Menge tolle Sachen, die ich mir sehr gut vorstellen kann. Das habe ich mir vorhin auch gedacht, als ich nur das Dach gesehen habe mit den ganzen schwarzen Dachsteinen, die ja doch schon eine ordentliche Zahl da drin ausmachen. Also das teile ich den gleichen Gedanken, ja. Ich muss ja sagen, das Haus sieht echt nett aus. Also nett ist es, der kleine Bruder von SCH. Ich meine, das sieht wirklich in Ordnung aus. Es hat sogar Spielfunktion. Man kann oben so kleine Briefe einwerfen. Die Briefe kann man dann mit dem Zahnrad durch den Kamin befördern. Die Tür ist natürlich riesig beklebt, weil es da Briefe zugestopft sind im Briefschlitz. Das Fenster kann man rausziehen, habe ich ja schon erwähnt. Und man kann eben die Treppe aufklappen, um Harrys altes Zimmer zu sehen. Das ist alles okay. Es wird klein, das Set, aber es sind viele Bricks drin. Ganz normale 1x3er, 1x4er und so. In 10 und Dark 10. Alles gar kein Thema. Aber was mir das Set eben ein bisschen verdirbt, sind die Minifiguren. Da bin ich jetzt wieder auf der Seite, wenn ich mich jetzt erinnere, wie die Dursleys aussehen. Er könnte praktisch aus zwei Minifiguren bestehen, so dick gewesen. Der kleine Junge ist auch dick und gemein. Und die kommen da einfach nicht rüber, die Minifiguren. Das könnten 0815 Minifiguren aus dem Modular Building sein. Ja. Da kommen die für mich nicht rüber. Das ist das, was mir ein bisschen zermanscht. Und auch, dass wieder das Auto dabei ist, der schon mit der Peitschende Weide dabei war. Klar, nicht jeder hat die Peitschende Weide, das sehe ich schon ein. Ja, okay, fair, dem würde ich zustimmen. Ich glaube, da kommen wir einfach an die Limitierung, die das Format Minifigur mit sich bringt. Also die Dursley-Familie sieht hier fast liebenswert aus. Ja. Aber dafür ist das komplette Wohnzimmer gefliest, innen drin. Muss man auch sagen. Drüber zwar nicht wieder Harrys Zimmer, aber ja, es hat gute und schlechte Sachen, aber es ist so ein Set, wo man sich drüber streiten kann. Die Funktion finde ich ganz niedlich. Und kommen wir jetzt mal zum größten Set, zum höchsten Set des Harry Potter Konglomerats, und zwar den Astronomieturm 75969. Das ist ein Set mit 971 Teilen und kostet 100 Euro, also auch wieder die ungefähre 10 Cent pro Steingeschichte, die wir auch schon mit den anderen Harry Potter Sets hatten. Und der Astronomieturm ist im Hogwarts Schloss der größte Turm und so soll es auch aussehen. Ich weiß es gar nicht. Das sind zwar die Maße dabei, aber ich weiß gar nicht, wie groß der normale Turm ist von der großen Halle, aber es muss es dann schon übersteigen. Und es sieht auf jeden Fall ziemlich, wuselig aus auf der Rückseite. Der Teile-Fan freut sich über die schönen Teile, nehme ich mal an. Ja, so ist das. Also hier steige ich auch wieder voll ein. Ich finde das toll. Ich finde das auch super, dass diese Modulreihe fortgesetzt wird, die wir ja schon seit der Peitschenden Weide und der großen Halle kennen.
Und das kann meinetwegen noch eine ganze Weile so weitergehen. Also ich finde das sehr schön. Auch hier ein kurzer Verweis auf stonewars.de. Da gibt es ein Bild, wo die bisherigen erschienenen Sets zu sehen sind, nebeneinander. Und da sieht es eindeutig so aus, als wäre der Astronomieturm doch ein ganzes Stück größer als der Uhrenturm und auch der Turm der großen Halle. Ja, muss es auch sein. Interessant finde ich aber, dass auf der Rückseite, wie bei jedem Harry Potter Set, eben auch so kleine Räume abgebildet sind aus den entsprechenden Filmen. Es sind 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Minifiguren dabei, mit teilweise wieder einem neuen Prinz, ist auch eine schöne Geschichte. Hedwig mit den breiten Flügeln. Es sind auch schöne neue Teile mit drin. Und theoretisch spielte der Uhrenturm ja, nee, Quatsch, der Uhrenturm, der Astronomieturm ja die Filme 5 und 6 dann ab, wo Dumbledore stirbt. Spoiler. Was? Und es ist ein schönes Set, es wird gekauft, es hat diese Noppenaufnahmen, wie er erwähnt hat, um das Hogwarts-Schloss fortzusetzen. Es ist auch so ein kleines Gewächshaus mit bei, wo die, wo die Professor Sprout ihre kleinen Viecherchen züchtet. Alles völlig okay. Was mich mega überrascht hat, ist das Packungsdesign. Denn wir haben ja schon darüber gesprochen, dass zum Beispiel bei dem Uhrenturm auf der Packung nicht mehr dann die Info war, dass man zum Beispiel die große Halle oder die Peitschende Weide andocken kann. Aber bei der Peitschende Weide beim Uhrenturm wurde eben angedeutet, dass man die zwei zusammenstecken kann. Auf der Packung ist auch keine Andeutung mehr drauf, damit man die Sets zusammenstecken kann zu einem großen Hogwarts. Aber wenn man sich die Front der Verpackung genau anschaut, sieht man da wunderbar in allen schönen Farben, also in dem Dark, ist es Perlgrau? Perlgrau müsste es sein. Und in dem Tan das wunderschöne Astronomietürmchen da stehen. Und im Hintergrund, ganz dunkelblau verblasst, sieht man die große Halle und den Uhrenturm. So als Symbol, die gab es auch noch, die kannst du damit verwenden. Das finde ich ganz niedlich. Mhm. Ja, das Verpackungsdesign ist toll. Also, aber wie im Vorfeld schon angemerkt, man muss immer ein bisschen vorsichtig sein. Die Grafiker machen einen super Job, das Set sehr, sehr schmackhaft zu machen. Ich kann da nur den Profi-Tipp geben, schaut euch auch die Bilder mit dem weißen Hintergrund an. Da sieht man nämlich, was wirklich in dem Set enthalten ist. Ja, ernüchternde Wahrheiten. Welche Teile werden da für euch interessant als Modularbauer? Mal so gefragt, wenn wir dann schon bei dem großen Schlösschen sind. Wo fällt euer Blick da als erstes drauf? Außer auf dieses wunderschöne 90 Grad schöne Dach von der einen Gewächshausgeschichte. Die Fenster. Ja, hätte ich auch gesagt. Ja. Grundsätzlich Rahmen, Türrahmen, Fensterrahmen sind nie verkehrt. Habt ihr diese riesigen weißen Türrahmen auf der Rückseite gesehen? Diesen einen riesigen weißen Türrahmen. Genau, ja. Wollte ich gerade ansprechen. Ich habe den bis jetzt noch nicht gesehen. Angeblich kommt der in irgendeinem Friends-Set schon vor, aber ich hatte den zumindest noch nicht in der Hand. Es ist eine interessante Erweiterung des Türrahmenportfolios. Da bin ich mal gespannt, ob wir da in Zukunft auch entsprechende Fensterscheiben oder gar Türen sehen werden, die da reinpassen. Das öffnet auf jeden Fall neue Optionen. Also ich zähle gerade 7 Türrahmen da. 6 Stück in weiß und einer in 10. Und wer weiß, also vielleicht haben sie noch Türrahmen übrig von dem Haus, das man innerhalb von diesen Star-Wars-Büsten gebaut hat. Das besteht ja nur aus Türrahmen und Fensterrahmen. Aber ja, es sind auf jeden Fall starke, interessante Teile dabei, muss ich zugeben. Auf jeden Fall. Also aus meiner Sicht, ich schaue auch immer ganz gerne so auf die Farbpalette und hier kann ich jetzt nichts erkennen, was mir in den Augen brennt, sondern jede Menge gedeckte Farben, Tan, Dark Orange sehe ich und das ist einfach immer gut verwendbar. Ganz, ganz besonders hervorheben würde ich an dieser Stelle noch die Sand Green Elemente, das sind diese Skistöcke, die als Turmspitzen dienen. Ja. Und das sind tolle Deko-Elemente, die wir auch in den Brickative-Gebäuden immer mal wieder erkennen. Also das wäre aus meiner Sicht wieder brauchbar. Wer meine Videos guckt, der weiß, dass ich hinter mir so ein IKEA-Regal auf dem Boden stehen habe, wo ab und zu mal Sets drauf wechseln. Aktuell stehen da Technik-Sets oben drauf und ein paar Creator-Sets. Und vorher stand da mein Harry Potter-Konglomerat, wo eben dann eben diese schönen Türmchen sind mit den schönen Spitzen und den schönen Sandgreen-Skistöcken. Wisst ihr, wie ich geflucht habe, als ich da mal dagegen gekommen bin, mir 3 von den Dingern abgefallen sind und sämtliche Richtungen ab sind? Ich habe alles weggeschoben, um diese dämlichen Skistöcke wieder zu finden. Sehr tolle Teile. Ja. In der Welle gibt es auch noch einen neuen Hedwig. Ja, also nicht nur diesen kleinen gespreizten Flügel-Hedwig, sondern einen Hedwig aus 630 Teilen gebaut, wo man so eine kleine Kurbel hat, damit er die Flügelchen ein bisschen bewegt. Den fand ich auch niedlich. Ja. Das freut auch sehr viele Leute. Darf ich sagen, ich sage euch, wie das Set eigentlich heißen sollte.
Es ist die UCS Hedwig. Master Build a Serious Purse. Ich möchte bitte, dass wir alle dieses Modell UCS Hedwig nennen, weil es ist genau das, was es sein soll. Das schreibe ich so in den Titel des Podcasts. UCS Hedwig. Gewonnen. Passt aber auch. Sehr gut. Warte, das schreibe ich mir gleich auf. UCS Hedwig. Ist auch für mich eins der Highlights in dieser, in dieser Welle. Das sind absolut, da bin ich bei dir. Also auch auf den zweiten Blick gebe ich ganz ehrlich zu, als ich die Bilder vorhin gegen 14 Uhr wurden, die ja heute veröffentlicht, gesehen habe, bin ich da erstmal durchgeskippt. Aber auf dem zweiten Blick absolut, das ist ein richtig tolles Set mit Funktion. Ich glaube, die Kurbel lässt sich drehen und die Flügel bewegen sich dadurch. Also wow, da bin ich sehr gespannt drauf. Ja, das ist so eine kleine Platte, die so ein bisschen Holz darstellen soll und sind seitlich auch Trans Red und Trans Yellow Elemente. Dann geht da praktisch so ein kleiner Stand hoch, wo der Hedwig sitzt und der Hedwig hat so Krallen und hat so einen Brief festgemacht und das sieht einfach wunderbar aus. Vor Hedwig ist so eine kleine Fliese mit einer Noppe dran und da ist so ein kleiner Stand, wo wirklich der Harry draufsteht und Hedwig auf so einem kleinen umgedrehten Fernrohr. Den man dazustellen kann, wie beim Old Trafford diese drei Minifiguren dabei ist oder Mikrofiguren, wo es auch das Polybag dazu gab mit den Minifiguren, kann man da dazustellen. Das ist ein echter UCS-Hedwig. Mir gefällt es auch super toll. Und das Ding hat, Achtung, Länge von dem Vogel ist 35,4 cm, 20 cm breit und 17 cm hoch. Also praktisch wie so eine Star Wars-Büste, nur ein bisschen länger und kostet bei 630 Teilen nur 40 Euro. Und es ist ein Brick-Build-Hedwig. Und Harry Potter hat blaue Nitril-Handschuhe an. Es könnten auch blaue Handschuhe sein, aber es sind aus wie blaue Nitril-Handschuhe. Sehr zeitgemäß. Sehr zeitgemäß, ja. Als hättest du es gewusst. Aber boom, das ist für mich das herausragende Set hier. Ja. Die anderen Sachen sind alle toll und solide, aber UCS-Hedwig mit Abstand. Ja, und da wir schon die normalen Sets durch haben von Harry Potter und UCS-Hedwig, dann fehlt noch ein Set in der Master Series Collection. Und zwar der Fuchsbau, das größte Set mit 1047 Teilen, 75980. Was viele Leute sich gewünscht haben als UCS-Set, kommt jetzt als normales Set, Angriff auf den Fuchsbau. Ob es Lego Store exklusiv sein wird, wissen wir noch nicht, könnte aber gut sein. Es gab es ja schon mal im Jahr 2010 den Fuchsbau. Hier sind dabei 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Minifiguren. Und es ist sogar ein Lego-Set, das sich was traut. Und zwar ist es windschief gebaut. Man sieht Noppen und da sind schräg drauf andere Sachen gebaut. Ja. Ja, klasse. Schöne Bautechnik. Toll. Aber das ist eine Wiederauflage, oder? Hatten wir den Fuchsbau nicht schon mal? Mhm. 4840, ja. Ja. Nee, aber was ich meine mit eine Seite von dem Haus ist ein bisschen abgekippt und hinten ein bisschen höher. Auf den Produktbildern kommt das nicht so rüber. Wenn man sich die Screenshots anguckt, mit dem weißen Hintergrund sieht man wirklich, dass es eine schöne Neigung hat nach oben hin. Also unten ist alles gerade und dann die obere Hälfte ist wirklich geneigt nach rechts oder links, je nachdem wie rum es steht. Und hinten drin im Fuchsbau auch wieder ein Spielset. Sind so kleine Räumchen wieder versteckt, wie sich das halt gehört für so ein Lego-Set von Harry Potter. Nettes kleines Ding, für viele Leute wahrscheinlich auch ein Must-Have, aber ich bin da eher Team Schloss weiterbauen. Also ich muss sagen, das Set ist Platz 2 bei mir in der Rutsche dieses Mal. Einmal, weil ich den 2010 den Fuchsbau verpasst habe. Ich finde den auch echt cool gemacht. Und ja, Platz 1 ist die Hedwig, die UCS Hedwig und das ist mein Platz 2 auf jeden Fall. Ich glaube, Platz 1 müsste eigentlich für euch dieses jetzt sein, mit dem ganz tollen Dach von den kleinen, oder die Dachschindeln sind mit so kleinen Wedges gemacht, also mit normalen 45 Grad Wedges und die um Zweiecken gehen, in Rot, Dark Red, Dark Nougat, oder ist es Nougat? Nougat müsste es sein. Auf jeden Fall sieht es sehr steil aus mit den unterschiedlichen Dachschindelfarben. Das haben sie echt gut gelöst, das gefällt mir sehr. Ja. Auch die Fenster, die aus den Häusern rausragen oder aus den Zimmern rausragen nach außen. Auch das eine große Sand Blue Fenster, sieht nach Sand Blue aus oder das ist eher Azur? Nee, das ist Sand Blue. Sand Blue. Genau. Vier kleine Sand Blue Fenster, sehr schön gemacht. Ja, total klasse. Und wir sehen die Rückkehr des rosa Schweinchens, was wir ja auch schon in der Pirates of Bits of gesehen haben. Richtig toll. Genau. Ja. Und was wir jetzt auch noch sehen bei dem Set, es ist pass auf, wo ist es denn? Ich wollte das Bild finden, das ist gar nicht so einfach. Wo ist er denn? Der Harry mit langen Beinen ist dabei.
Genau, da haben wir ihn. Ich weiß bloß nicht, wie heißt der Typ in Schwarz mit dem Brusthaar, der hat nämlich auch ein bedrucktes Brusthaar-Oberteil. Den finde ich so steil. Versuche gerade rauszufinden, wie er heißt. Gute Frage. Ich weiß, wen du meinst, aber ich weiß auch den Namen nicht. Fenrir Greyback. Ja, der hat einen bedruckten Oberkörper mit so wunderschönen Brusthaarelementen. Okay, also der Kevin mag Brusthaar. Bedruckt. Du könntest ja, noch originalgetreu Bellatrix Kopf drauf und alles ist gut. Ja. So, nee, hätten wir das Harry Potter Thema auch durch. Und ich glaube, das ist auch mal eine riesige, schöne Welle an Avel-Informationen hier wirklich durchgerattert. Und ich glaube, jetzt können wir zum schönsten Teil des Abends übergehen und reden über Häuser. Jeder mag Häuser. Ja, endlich. Endlich. Ihr beide habt ja diese Modulars von Lego und von anderen Herstellern. Ein Modular zeichnet sich ja dadurch aus, dass es auf einer Baseplate gebaut wird oder auf Grundplatten gebaut wird. Und meistens eine feste Größe von 32x32 Noppen hat. Die Höhe variiert meistens und man kann sich daraus eine wunderschöne Stadt bauen. Mit ein bisschen viktorianischen Einschlag. Aber es sind schöne Gebäude. Jedes Jahr bringt Lego eins raus zu schönen teuren Preisen. Und da kann man noch ganz viele andere tolle Sachen mitmachen. Erzählt mal, was gibt's denn da alles gerade Schönes für euch? Ja, Timo, fang du mal an. Ja, ich steig mal ein, genau. Genau, also die Beschreibung ist richtig. Der Klassiker ist ja auf einer 32x32er Baseplate so eine Häuserreihe sozusagen zu schaffen. Und da gibt es einige Designelemente, die Lego im Jahre 2007 mit dem ersten Modular-Gebäude, das war damals das Kaffee Corner 10182, legendär. Und das hat damals den sogenannten CC-Standard, also den Kaffee Corner-Standard gesetzt, wo beispielsweise so Designelemente wie ein einheitlicher Fußweg oder Lampenposten beispielsweise, die wir seither seit 2007 immer wieder sehen. Und diese Serie, die erfreut sich einiger Beliebtheit. Wir haben inzwischen seit einigen Jahren schon einen regelmäßigen Release, jeweils zum 1. Januar des Jahres, wo wir also das neue Modulhaus dann entgegennehmen können. Das ist auch noch für mich dann so der Moment im Jahr, wo ich alle Vernunft sausen lasse und zu UVP einkaufe, auch gerne direkt bei Lego und genau. Ja, und es hat sich jetzt durchgesetzt. Ich glaube, wir sind jetzt inzwischen 2020 bei Modulhaus Nummer 15 angekommen. Ich glaube, es gibt ganz wenige Toylines bei Lego, die so eine lange Zeit hinter sich gebracht haben und kontinuierlich sozusagen weiter wachsen. Und ich glaube, da bin ich nicht der Einzige, der den Wunsch ausspricht, wenn diese Reihe sich fortsetzt in den nächsten 50 Jahren, ist niemand böse. Das ist wirklich richtig toll. Das stimmt. Aber es ist ja so ein bisschen Meta mittlerweile, weil Modulhaus ist nicht nur, weil du so ein Haus neben ein anderes Haus setzen kannst, sondern weil das Haus in sich ja schon ein Modul ist, weil du das Dach abnehmen kannst, dann hast du da ein Stockwerk, dann kannst du dieses Stockwerk wieder wegnehmen, hast das Erdgeschoss. Mhm. Also das ist ein Haus, das modular praktisch die Stockwerke entnehmen kannst, um damit was zu bestücken, zu bespielen oder auch umzubauen. Nur so als kleine Ergänzung, das habe ich vorhin vergessen zu erwähnen. Also nicht nur, um die Häuser modular zusammenzustecken, sondern auch das Haus ist in sich modular gebaut. Wie bei diesen Creator-Sets, die man so kennt, mittlerweile für 70, 50 Euro, die es da so gibt. Mhm. Die Idee ist einfach eingeschlagen wie eine Bombe 2007. Absolut, ja. Das ganze Minifix-Scale, also wir haben nichts Angedeutetes quasi, sondern tatsächlich solide Häuser mit Wänden in alle Richtungen, also nichts, was man von hinten bespielen könnte oder so, sondern wie du richtig gesagt hast, Kevin, über die Modularität, eben, dass man die Etagen abnehmen kann, lässt sich dann auch im Inneren der Häuser spielen und genau, das ist von Anfang an auch so gewesen. Die ersten zwei Modulars, die damals erschienen sind im Jahre 2007, also Cafe Corner und Market Street, hatten auch noch kein Interieur. Das kam dann erst später im Jahre 2008 mit dem Greengrocer und ist seitdem eigentlich immer weiter verfeinert und immer weiter ausdetailliert worden. Und ich vermute mal, dass das auch in diesem Sinne so weitergehen wird. Mhm. Ich hoffe. Ja. Du hast gerade das Interieur angesprochen, dass das Cafe Corner Market Street nichts drin hat, ist ja, wenn man zum Beispiel Xingbao oder sowas kauft, da ist man ja auch gewohnt, dass die Häuser heutzutage richtig dolle befüllt sind. Damals bei Lego waren die halt nicht befüllt, aber das ist ja
aufgrund der Tatsache, dass Lego ein Spielzeug ist aus Klemmbausteinen, dass man da sich einfach Kleinigkeiten reinbauen kann, ist es ja bestimmt möglich, da sich wunderschöne kleine Räume zu erschließen. Macht ihr das oder habt ihr das gemacht oder habt ihr die original gelassen, wie sie sind? Also ich habe tatsächlich auch ein anderes nachgebaut und habe da komplett auf die Innenausstattung verzichtet, weil ich meine, wenn es dann irgendwann mal, ich habe jetzt noch keine Stadt, ich habe keinen Platz dafür, die stehen momentan leider Gottes in Kisten, aber wenn ich denn mal eine Stadt habe, dann sehe ich die Innenausstattung nicht mehr, also alle, die ich mir rebricke ich mir auch ohne die Innenausstattung. Einmal spart es Teile, spart Geld, weil das Rebricken von den Älteren gerade sowieso schon sehr teuer ist. Und ich lege da jetzt nicht so unbedingt den Wert drauf. Ich finde es schön. Ich finde es jetzt auch bei den Neueren finde ich es auch schön, auch wenn da ein Bett das ganze Zimmer einnimmt. Aber ja, also das ist für mich nicht so wichtig, die Innenausstattung, wie die Außenfassade. Also bei der Außenfassade, die wirklich überall detailreich gestaltet ist, da lege ich dann doch den größeren Wert drauf. Also von der Priorität bin ich da bei dir. Das ist bei mir auch so. Da ist mir auch die Fassade wichtiger als die Innenausstattung. Aber an der Stelle bin ich da doch ein bisschen anders. Ich möchte das dann schon irgendwie so haben, dass wenn man das mal zeigt, dann auch den Detailgrad innen vorzeigen kann. Das ja, gibt mir irgendwie das Gefühl, ja, tatsächlich, das ist irgendwie solide. Aber ich glaube, ich weiß nicht, ob wir über sowas wie ein Ranking sprechen, aber so, dass für mich das nach wie vor schönste Modular, was in der gesamten Line bislang erschienen ist, leider inzwischen nicht mehr erhältlich, ist das 2014er Parisian Restaurant, also das Pariser Restaurant, die 10243. Als ich das damals gebaut habe und man beginnt ja in der Regel natürlich immer mit der Baseplate und der dem Erdgeschoss selbstverständlich und die Küche hat damals, also bis heute eigentlich das Pariser Restaurant tief in mein Herz gesetzt und das ist mit Abstand mein Lieblingsmodular aus der offiziellen Line von Lego. Ich meine, ich kann es verstehen, dass der eine von euch eher puristisch hält, dass er sagt, ich mache innen drin keine Ausstattung, der andere schmückt sein Set schön aus. Ich finde es alles schön legitim. Optisch machen sie von außen nämlich alle richtig viel her und das ist ja auch, glaube ich, so der Kernpunkt, weil die haben von außen immer neue Bautechniken eingeführt, wie man zum Beispiel wunderschöne Dachansätze hat oder so kleine Erker. Fast jedes Modular Building hat einen Erker, wenn es ein Haus ist oder eben wenn es sowas ist, wie du gerade angesprochen hast, dass Parisian Restaurant, das hat zum Beispiel so schöne Dachverzierungen gemacht mit Elementen, wo man sich vorher nie hätte vorstellen können, die so zu platzieren, um so eine schöne Verzierung oder so schöne Elemente, so einen schönen Effekt zu erzielen. Oder eben auch so ein viktorianisches Setting oder Steine weiter rausragen lassen, so einmal eins fließen, weil da eben ein Stein drunter ist, der die aufnimmt. So Kleinigkeiten, das ist für mich einfach so ein kreativer Gedanke, dass eben die Umsetzung des Hauses eben optisch so schön gestaltet, dass du einfach weiß, dass da so viel Liebe vom Designer reingeflossen ist und dass jeder Mensch, der das Ding baut, genauso viel Freude am Bauen hat wie der Designer beim Ausdenken. Hm. Ja. Und ich verstehe völlig den Hype darum. Zu dem Ranking kommen wir, glaube ich, später noch. Entschuldigung. Ah, der Harry mit seinen Handschuhen hat mich gerade angesteckt. Was ich noch ansprechen wollte, weil ich das Thema Design angesprochen habe. Es ist ja so, dass zum Beispiel, wenn du sagst, Café Corner hat ja keine Ausstattung, und die so Sachen wie zum Beispiel die, was nehmen wir denn, das Detective's Office, wo eben diese Poolhalle drin war, die es vor Details nur so gestrotzt hat im Minifix-Scale und auch dieser Friseurladen. Und dann gucke ich mir das Aktuelle an, die Buchhandlung, und dann ist es eine Buchhandlung, das ist im Prinzip ein Regal mit fünffarbigen Fliesen drin oder fünffarbigen Steinen, das ein Buchregal darstellen soll. Da gehen halt die Vorstellungen auseinander zwischen Detailreichtum heutzutage und Detailreichtum vor einigen Jahren. Wie seht ihr denn das? Ich glaube, dass sie beim Bookshop wieder mehr Wert auf die Außenfassade gelegt haben. Weil wenn man sich die Eckgarage vom letzten Jahr anguckt, da war die Innenausstattung auch wirklich super mit dem kleinen, mit der Werkstatt unten, mit der Hebebühne, die du anheben kannst. Und jetzt beim Bookshop sind sie wieder mehr auf die Außenfassade gegangen. Also was man da für Details drin hat, gerade beim Bookshop im Dach oben oder auch bei dem kleinen Apartment daneben im Dach, da ist, glaube ich, einfach wieder ein anderer Schwerpunkt mehr auf andere Fassadengestaltung gesetzt als auf die Innenausstattung. Mhm.
Ja, also habe ich auch so beobachtet. Wobei ich eigentlich schon letztes Jahr bei der Corner Garage nicht so richtig zufrieden war. Mir fehlt zum Beispiel das befließte Erdgeschoss, was beim Diner sogar noch voll ausgestattet war. Also ich sehe da so eine leichte Kurve leider, wo der Trend tatsächlich eher wieder in Richtung Fokus auf die Fassade, auf die Außendarstellung sozusagen geht und bildlich gesprochen die inneren Werte hier wieder ein bisschen ins Hintertreffen geraten. Ne? Ich finde das ist nicht schlimm, aber das ist zumindest bemerkenswert. Ich finde es auch nicht schlimm, weil wo steht denn dieses Haus? Steht es im Spielzimmer bei dir auf dem Tisch und du spielst regelmäßig mit Minifiguren oder machst Minifigurenfilmchen oder steht es in der Vitrine oder schön irgendwo abgeschirmt, wo man sich der Freude des Hauses erfreuen kann? Ja, klar, also in meinem Falle, ich hab ein eigenes Zimmer, wo ich meine Stadt untergebracht habe, wo die Modulars dann entsprechend angerichtet sind sozusagen und natürlich spielt da das Interieur nicht so eine große Rolle, man sieht es tatsächlich nicht, aber ich glaube, das ist einfach so mein innerer Monk, der mir an der Stelle sagt, da gibt es etwas, also das hat auch Interieur, das gibt dem Ganzen nochmal einen zusätzlichen Kick, dass es eben nicht nur Fassaden sind, sondern tatsächlich auch so eine kleine Geschichte teilweise erzählen, wie wir das bei Detectives Office ja ganz schön auch gesehen haben, ne? Dass in dem Modell an sich eine kleine Geschichte erzählt wird oder bei der Brick Bank mit dem, mit dem Wortspiel, mit der Geldwäsche sozusagen. Also das sind so kleine Dinge, die das irgendwie, die den Charme noch zusätzlich, dem Charme noch zusätzlich beitragen und das macht für mich auch einen Teil der Faszination der Modular-Reihe eigentlich aus. Das stimmt, ja. Ich finde diese Detailverliebtheit, diese Detailreichtum, egal ob jetzt im Gebäude selber, in den Stockwerken oder eben außen, die ist so überwältigend. Du entdeckst ja beim Bau so viele schöne Kleinigkeiten, die du anderen Leuten gar nicht so mitteilen kannst, wenn du sie nicht am Bau teilhaben lässt. Weil einfach so schöne Kleinigkeiten passiert sind. Wenn ich mir zum Beispiel gerade ein Assembly Square anschaue, da freue ich mich der Bautechnik. Da sind da unten so ein kleiner Typ mit einer Gitarre, der da spielt, so ein kleines Hündchen, eine Frau mit einem Kinderwagen, so ein Bäcker mit einem Croissant in der Hand, ein kleiner Blumenladen. Aber du erfreust dich an diesem Set, an der schönen Bautechnik, wie die Fenster gebaut sind, wie die Dächer gebaut sind. Und diese Freude kriegst du einfach nicht so schön übermittelt, wenn du nicht die Materie kennst, finde ich. Ja. Oder beim Pariser Restaurant oder der Town Hall. Bei der Town Hall ist es ja abartig, wie sie das Ding da oben gebaut haben. Und die Säulen. Aus Lego-Teilen diese Säulen zu bauen, das finde ich echt super. Ja, und so hat jedes Modular irgendwie so seinen eigenen Charakter und seinen eigenen Charme. Ne? Also es fällt mir auch gar nicht so schwer, oder fällt mir gar nicht so leicht, andersrum, da so sowas wie ein Liebling irgendwie auszumachen, weil jedes Einzelne irgendwie, also auch in meiner Biografie, so ein bisschen eine besondere Rolle spielt. Denn tatsächlich einfach durch diese Sequenz, das einmal im Jahr wird da etwas Neues released, verbinde ich dann auch jeweils immer so eine kleine persönliche Anekdote vielleicht sogar. Ne? Also wo steht man denn eigentlich im Leben, als ich dieses, oder wo stand ich im Leben, als ich dieses eine Gebäude gebaut habe? Das wird jetzt ein bisschen philosophisch, aber tatsächlich dadurch, dass das so eine Regelmäßigkeit bekommt, hat das für mich einfach einen gewissen Stellenwert. Ja. Oder auch beim Diner zum Beispiel, dass dieser Schriftzug eben die Baurichtung wechselt, um eben dieses D oder dieses N hinzubekommen. Und wie du auch sagst, du erinnerst dich an diese schönen Zeiten zurück eben, du hast dieses Ding gebaut und was war damals so schön? Klar, ja. Das ist bei den Leuten, die Star Wars kaufen oder Lego Technik kaufen, nicht anders. Die sagen, scheiße, das Motorrad, das Motocross 2007 war ein scheiß Lego Technik, ja. so läuft es halt eigentlich. Aber ich glaube, Lego hat ja so viele Häuser gar nicht im Sortiment, was diese Modulars angeht. Da gibt es bestimmt noch ein bisschen mehr. Heute ist das Wort Brickative schon gefallen. Was ist denn Brickative? Ja. Erzähl du, Timo. Nee, du kannst ja viel mehr zu erzählen. Ja, gerne. Also, Brickative ist ein polnisches Designteam, das aus der lieben Agata und dem lieben Lukasz besteht. Die ich jetzt seit circa 3 Jahren zumindest virtuell kenne und mit denen auch regen Kontakt pflege. Und diese kleine Designschmiede möchte ich sie mal nennen. Beides übrigens Arfolz aus ganzem Herzen. Die haben sich zu eigen gemacht, ich würde sagen, in so einem Rhythmus von allen 3 Monaten ein eigen designtes im Modular-Stil
gehaltenes Gebäude rauszubringen. Und ich kann dann nur jedem, der das jetzt hier hört, empfehlen, mal auf der Brickative-Seite zu schauen. Der Ben von den Stonewaran wird jetzt sagen, ich bin Fanboy und ja, das bin ich auch. Ihr müsst da unbedingt schauen, ihr verpasst da nichts. Wenn ihr die Modulars, die offiziellen Modulars von Lego mögt, dann werdet ihr Brickative lieben. Der Dustin kann da jetzt, glaube ich, das Lied weiter singen. Ja. Nur ganz kurz, ich setze den Link zu Brickative auch in die Shownotes, nicht wundern. Brickative, falls jemand suchen möchte. Aber in den Shownotes ist auch der Link dazu. Ja, jetzt also bitte. Zudem kann ich mich noch ganz gut daran erinnern, dass ich vor, ich weiß nicht, 3 Wochen her, Timo, wo wir geskypt haben und uns darüber unterhalten haben. Und am selben Tag hatte ich dann noch die Bauanleitung für den O-Tone-Pub zu Hause. Und habe mich danach fast nur noch damit befasst, die Teile rauszusuchen und zu gucken, was habe ich in meinem eigenen Bestand. Und schon nur das Teile raussuchen hat einen Mordsspaß gemacht. Was man Hast dafür, du dich gerade gut gerettet? Was, nee, das war wirklich, was man da für Teile mit dabei hat, wo man sich dann so denkt, was wird nur daraus? Das sind Teile teilweise mit dabei, die würde ich niemals für ein Haus irgendwie benutzen. Und ja, ich habe das Gebäude neben mir stehen, ich schaue es mir die ganze Zeit an. Ich habe es jetzt innerhalb von 3 Wochen quasi fertig gebaut. Es fehlen noch 1-2 kleine Teile. Also die sind jetzt in anderen Farben verbaut, weil ich nicht die richtige Farbe da hatte. Aber sind unterwegs in der richtigen Farbe. Und ja, also ich kann da Timo nur bei steuern. Wer die Modulars liebt, der findet für Brickative keine richtigen Worte. Also das ist ja echt der Hammer, wenn man sich die Innenausstattung der Gebäude anguckt. Der Old Town Pub, den ich jetzt gebaut habe, der hat noch einen funktionierenden Geldautomat mit dabei. Da ist eine Kletterpflanze an der Hauswand, da dreht man an einem kleinen Liftarm und aus dem Geldautomat kommt ein Geldschein rausgeschoben. Oder man hat wirklich sehr schöne Details und man kann es nur empfehlen. Aber nochmal ganz kurze Erklärung, diese Brickative, das ist keine Firma, die selber Sets rausbringt, sondern die verkaufen die Anleitungen für Sets. Genau. Bedeutet, du kannst dir dafür $22 oder $30, da gibt es ein Set, das heißt Arfold Square. Wie genial ist das denn? Allein weil ein Set Arfold Square heißt, kann man sich die digitale Anleitung kaufen und mit seinen bestehenden Teilen eben dieses Ding nachbauen. Und das sind natürlich alle abstrusen Farben, die bei der Modular Buildings auch vorkommen, auch verbaut. Dieses Nougat, dieses Olivgrün, alle grünen Farben, die schweineteuer sind, sind da auch verbaut. Und dementsprechend hübsch sind die Dinge auch, also richtig hübsch. Es ist aber auf der Webseite, glaube ich, auch nicht, das ist nicht beschrieben, welche Sets man dazu am besten braucht. Diese Teileliste und so bekommt man erst, wenn man es gekauft hat. Das ist der Wermutstropfen erst. Ja. Genau, aber das ist vielleicht nochmal ganz wichtig, Kevin, in der Tat, das darauf hinzuweisen. Also wie funktioniert dieser Prozess denn eigentlich? Auf der Webseite in der Tat schaut ihr euch nach dem Projekt, was euch am besten gefällt, kauft dort also online die Bauanleitung und bekommt dann instant auf euren E-Mail-Account, den ihr da angebt, dann sowohl die Bauanleitung als PDF-Dokument, sowohl als auch eine Teileliste, die in einer PDF-Form kommt oder Excel-Form kommt heutzutage, und aber auch in einer TXT-Datei, so dass man diese Teileliste 1:1 direkt bei Bricklink uploaden kann. Und das ist natürlich eine schöne Funktion, dass man eben jene Teile, die man nicht in der eigenen Teilesammlung findet, entsprechend dann direkt bei Bricklink beispielsweise ordern kann. Und das ist dann der Prozess. Und das ist der große Unterschied natürlich, du hast kein fertig verpacktes Set, sondern genau wie das Dustin eben ganz schön beschrieben hat, du musst dir die Mühe machen, eben die Teile, die erforderlich sind für diese Gebäude, aus deiner eigenen Sammlung oder eben über Umwege Steine, Quellen zu beziehen und die zusammenzusetzen. Und das ist etwas, das kann durchaus mal ein paar Wochen dauern, vielleicht teilweise sogar Monate. Also das Längste, was ich gebaut habe, hat insgesamt 3 Monate fast in Anspruch genommen. Ja, und das ist wie in meiner Kindheit. Du hast einfach eine riesige Kiste mit Lego drin, weil du deine alten Sets auseinandergenommen hast. Dann hast du die Idee, ich will jetzt bauen dieses wahnsinnige, coole Schloss, keine Ahnung, und suchst so lange in deiner Teilekiste, bis du die richtigen Teile hast. Und das ist das eben nur für Erwachsene mit tollen Sets. Ich muss sagen, die Gebäude sind mega hübsch. Ich finde es völlig gerechtfertigt, die Preise für diese Bauanleitung, weil du musst wirklich ein kleiner
du musst wirklich ein Mensch sein mit einem sehr großen Selbstwertgefühl, dass du diese Lego-Anleitung, was du wirklich selbst zusammenstellst, ist nämlich eine Heidenarbeit. Mhm. Und ich finde, das sollte auch entlohnt werden. Und diese Arbeit, die sich machen, das Endergebnis kann sich echt sehen lassen. Dieser Toy Store sieht hervorragend aus. Pet Clinic und diese Library, also da kann man sich wirklich reinlegen in die Dinger. Die verwenden auch im Prinzip immer fast die gleichen Farben. Also alles, was halt so ein Modulhäuserfarben immer so rumfährt, wenn man eigentlich alle hat, hat man fast eigentlich die meisten Teile dafür. Mhm. Und die bringen auch neue Ideen ein in die Dinger. Zum Beispiel jetzt so ein Rundbogenfenster eben mit Teilen anders gebaut als in anderen Sets was waren das hier? Ein zurückgesetztes Dach nicht mit 45 Grad Schrägen, sondern mit 90 Grad Abschrägungen, wo eben praktisch das vorne dran gesetzt ist als Front und man sieht das Dach dahinter eigentlich nicht, wie im vorviktorianischen Stil, sieht man in Karlsruhe sehr häufig, das ist echt hübsch gemacht. Ja. Und die verkaufen auch Autobauanleitungen, die haben eine Time Machine, die haben eine DeLorean. Ja, das stimmt, ja. Also das ist so ein bisschen ein Geheimtipp auch. Also natürlich, wenn wir über Bricketive sprechen, dann reden wir in der Regel über die Gebäude und das ist auch mehr als verdient. Der Lukas ist aber gleichzeitig ein begnadeter Autodesigner eigentlich, mhm, auch im Minifigurenstandard, der sich ganz gerne so auf Oldtimer spezialisiert. Findet ihr auch alles auf der Webseite, wo es eine ganz tolle Auswahl an wirklich schönen Oldtimern gibt. Und viele von denen habe ich auch selber gebaut was eigentlich dazu geführt hat, dass ich meine Stadt, die ich hier zu Hause stehen habe, in so einem Old-Fashion-Stil eigentlich mir gestaltet habe. Ne? Also auf meiner Straße findet ihr keinen Porsche 911, sondern tatsächlich nur Rolls-Royce und Cadillacs. Sehr schön. Ja. Sehr, sehr schön. Und mir das beste Modell ist diese Old Tram, also so eine alte Tramlinie, mhm, die auch auf die Lego-Eisenbahn baut. Und das Ding sieht 1:1 aus wie diese Tram oder dieser Zug aus San Francisco, um tolle Filme von dort nachzuspielen. Zum Beispiel The Rock oder so, Felsentscheidungen. Ja, gute Idee, ja. Wunderschön. Ja, aber Brigative. Bemerkenswert an dieser Stelle, das schiebe ich noch kurz hinterher, ist, dass die Sets natürlich mit Stud.io von den Designern entworfen werden. Also alles, was wir hier sehen, ist digital entworfen und durch meinen regen Austausch, den ich mit den beiden habe, weiß ich, dass die ganz viele Dinge gar nicht selber bauen, weil die Steine selber gar nicht zur Verfügung stehen haben, sondern sich tatsächlich über die Digital Designer da entsprechend ihre Projekte zusammensetzen. Und das ist etwas, wo ich sage, Chapeau. Ich kenne mich jetzt mit diesen Produkten nicht so gut aus. Ich glaube, Kevin, da bist du eher der Experte. Aber ich habe da ganz großen Respekt davor, dass da jemand sozusagen digital diese Entwürfe hier anfertigt und ich das dann mit echten Steinen, mit echter Physik hinterher dann auch verproben kann. Und das funktioniert in der Regel. Also die Qualität von der Stabilität her ist auch absolut Lego-Standard. Ja, ich habe ja öfter schon mit dem Steinemeister aus der Schweiz bei Building Bricks war er, wenn das Videos gemacht und eben oder Livestreams gemacht und er baut ja auch passioniert gern diese Häuser als Eigenkreation und er baut auch sehr viel digital vor, bevor er es überhaupt selber baut, um zu gucken, wie sieht das aus, wie geht das und so weiter. Und das ist abartig, wie viel Kreativität diese Leute haben und was für Ideen die da einbringen, um so ein Ding dann eben auch marktreif wirklich hinzukriegen. Und das ist wirklich, wie gesagt, nur fair, wenn man dann so Anleitung kauft. Mhm. Man kann sich die Herausforderung selber stellen, versuchen es selber nachzubauen ohne Anleitung. Aber da steckt wirklich sehr viel Zeit und Herzblut drin. Ja, absolut. Also ich weiß nicht, wie es dir ging, Dustin. Du hast ja jetzt den Old Town Pub gebaut. Aber ich erwische mich selber immer wieder dabei in gewissen Abschnitten, wo ich davor sitze und denke, mein Gott, wie sind die darauf gekommen, wie die das jetzt gemacht haben? Ja. Auch ich habe bei manchen Teilen da gesessen und manchmal habe ich gedacht, ich hätte irgendwas falsch gebaut, weil ich einfach bloß irgendwie da saß und dachte, nee, das kann doch so nicht passen. Und das hat dann erst am Ende, wenn man dann noch so die 5 Bauabschnitte weiter war, dann erst einen richtigen Sinn ergeben und das so hinzukriegen, dass die Fassade bei dem Old Town Pub vorne so eingerissen ist oder sowas, das hätte ich noch nicht mal mehr hingekriegt, wenn ich es nur mit Steinen hier gemacht hätte, ohne dass ich es vorher vorgebaut hätte. Also da hätte ich den ganzen Tag dran gesessen, um so ein Stück dahin zu kriegen. Da möchte ich gar nicht wissen, was das für ein Aufwand ist, das wirklich erstmal digital vorzubauen und dann noch, ja,
Also ist ja versetzte Plates und zweireihig gebaut. Und ich habe mir zum Beispiel, weil wir schon drüber geredet haben, diese Bautechniken, wo du auch gerade eben drauf gekommen bist mit diesem Old Town Pub. Es ist egal, ob es jetzt Brickative ist oder Lego ist. Was mir aber auffällt, egal jetzt bei welchem Hersteller oder bei welcher Firma, die so Anleitung macht, der Kreativität sind ja keine Grenzen gesetzt. Weil wenn ich mir jetzt diesen Music Store angucke, als Fensterrahmenelemente verwenden die teilweise zum Beispiel diese kleinen Fische, ja? Diese kleinen normalen Fische als Deko-Elemente, dann kommen da noch zwei 1x1 Rundnoppen drauf, noch ein Pin-Verbinder rein mit so einem Knubbel in der Mitte oder von mir aus auch diese Cones 1x1 und dann drunter noch eine Eistüte und drüber noch so ein 1x1 Ding, das sieht einfach ganz steil aus. Ja. Im Gesamtkonzept sieht es einfach schlüssig und super aus, aber ich würde niemals auf die Idee kommen, da Fische einzubauen. ja, stimmt. Und so, zum einen würde ich dir voll zustimmen, sieht man die Kreativität, was man denn aus einzelnen Lego-Elementen eigentlich machen kann. Ne? Also es wird hier wirklich ein paar Excellence gezeigt, wie man gewisse Teile in ihrer ursprünglichen Bedeutung eigentlich umdeuten kann und was komplett Neues daraus macht. Das mit den Fischen ist ein tolles Beispiel. In dem gleichen Gebäude, dem Music Store, sehen wir ganz oben diese Spitzen. Das sind Mikrofonteile beispielsweise. Also da ist die Idee des Music Stores auch ganz schön wieder aufgegriffen mit diesem Fassadenelement. Also nach wie vor, ich kann das nur sehr empfehlen. Ich weiß, ich wiederhole mich, ich glaube tatsächlich, dass diese Designschmiede noch sehr viel mehr Aufmerksamkeit benötigt. Kleiner Disclaimer, ich bekomme hier kein Geld dafür oder sonst was. Ich bin einfach nur begeisterter Fan, ne? Und kann das einfach nur jedem ans Herz legen, wer eine echte Herausforderung sucht und wer sich vielleicht sogar eine schnellere Taktung für die Modulars wünscht, denn Lego bringt uns eben nur ein Set im Jahr, der sollte hier unbedingt mal reinschauen und sehen, ob er seine eigene Stadt nicht ein bisschen aufpimpen kann. Ja. Zum Bautechnik wollte ich noch was sagen. Mir ist beim Assembly Square zum Beispiel aufgefallen, wie auch beim alten Angeladen, da sind von außen diese Fliesen, die 1x2 und 1x4 Fliesen, eben auf solche Steine mit Noppen nach außen gerichtet drauf, dass es aussieht, als wäre es eine Holzverschalung. Genau. Das sieht natürlich super steil aus. Sowas wurde vorher zwar auch schon 2007 gemacht, aber das hat einfach Struktur. Wenn das halt ein komplettes Gebäude, die komplette Fassade ist und nebendran ist ein anderes Gebäude, das ist eine völlig andere Fassade, hat eine glatte Fassade und nebendran ist ein anderes Gebäude mit einer anderen Fassade. Und dann hat das gleich eine ganz andere Wirkung, als wenn es nur ein Teil wäre. Würde das Haus für sich selber stehen, wäre es nett. Aber da man eben die Wechselwirkung von drei unterschiedlich gebauten Häusern, wie beim Assembly Square hat, fällt es gleich ganz anders auf. Auch unten drunter, dieses ganz linke Gebäude, wo unten dieser Verkaufsladen ist, dieses Café, das ist nicht so, dass wie beim Friendset einfach nur mit diesen Curved Slopes so eine kleine Markise gebaut ist, sondern dass unten an den Markisen noch diese Zähne, diese Bionicle-Zähne gemacht sind, dass es einfach aussieht, als wären es Fransen in der Markise. Diese Kleinigkeiten, diese Bautechniken machen die Serie einfach so was ganz Besonderem. Das stimmt. Und noch weitere Bautechniken könnten die Serie noch viel weiter aufheizen, zum Beispiel Technikelemente. Ja, genau, denn das ist so ein Punkt, da habe ich auch schon öfter drüber nachgedacht, dass weil wir ja eben schon mal über Interieur und Sinn und Sinnlosigkeit von Innendesign gesprochen haben, ob man sozusagen die Modular-Reihe nicht um Technikfunktionen ergänzen kann. Jetzt muss man dazu sagen, auch in den Modulars finden wir immer wieder Technikelemente, Technikteile, die ich ansonsten aus meinen Lego-Systemkisten eigentlich nicht kenne, die hier beispielsweise, und da muss ich Technik jetzt einfach mal lobend erwähnen, hier zu Stabilität beispielsweise beitragen, an ganz vielen Stellen. Gerade in Dachdesigns sehe ich das immer wieder, dass dort auf Technikelemente zurückgegriffen wird, einfach um dem Ganzen eine strukturelle Stabilität zu geben. Und das funktioniert ganz gut. Und jetzt wäre es aber natürlich irgendwie schön, wenn es Funktionen gäbe aus der Technikwelt heraus, die man hier einsetzen kann. Ja. So das Erste, was mir einfällt, wäre zum Beispiel ein Aufzug. Ja? Das müsste ja eigentlich mit Technikelementen irgendwie machbar sein. Also ich denke dann Creator Expert zum Beispiel an das Riesenrad oder die Achterbahn, wo man zum Beispiel einen Motor anschließen kann, um die Sachen zu automatisieren. Klar, diese Modulars haben jetzt keine Möglichkeit, solche Funktionen abzubilden, aber das wäre natürlich eine schöne Geschichte, wo dann einfach wo eine Handkurbel hast, wie das denn gesagt hat, bei dem Geldautomat, dass da so ein kleines Technikelement noch wäre, dass es eben von mir aus automatisiert, das ist das falsche Wort, aber dass da immer, wenn was reingesteckt wird, automatisch Dinge die ganze Zeit laufen, wieder rausschießt. So Kleinigkeiten. Auch denkbar wäre so eine kleine Rolltreppe oder so ein Fließband, so ein Flughafenterminal. Flughafenterminal wäre jetzt langweilig für sowas, aber so eine kleine Rolltreppe oder sowas in die Richtung, warum nicht? Oder so ein alter Paternosteraufzug.
Genau, ich glaube, ich erinnere mich im, ich glaube, das war in der Ninjago City, in diesem großen Gebäude aus dem Ninjago Movie, gab es ja ein Running Sushi, glaube ich, ne? Das könnte ich mir auch vorstellen, dass man das oben auf dem Dach. Ja, genau. Und ich werde mal ganz krude, wir können noch Beleuchtung einführen. Was? Beleuchtung? ja, tatsächlich. Also das würde sich so anbieten. Ich weiß nicht, Dustin, hast du deine Gebäude beleuchtet oder planst du das zu tun? Nein. Also einmal, weil sie, vielleicht irgendwann später mal, aber momentan in nächster Zukunft nicht. Die stehen leider Gottes alle in Kisten im Keller, weil ich hier oben keinen Platz dafür habe, den Papp werde ich jetzt in meine Vitrine, da werde ich was von Star Wars für rausschmeißen. Da kommt der Papp rein, aber ansonsten lohnt es sich so jetzt nicht dafür, dass sie halt nur in Kisten stehen, die dann zu beleuchten. Ich habe jetzt bei 70 €, für 70 € bei Konrad LEDs und Widerstände und Zubehör gekauft. Ich gebe es zu, mich hat der Rappel gepackt. Ich habe hier noch zwei alte Raspberry Pi rumhängen. Ich habe schon ein paar kleine Platinen gelötet und habe angefangen, kleine Sachen zu beleuchten. Jetzt hat mich der Rappel gepackt. Ich habe mir eine Menge Zeug gebaut und ich habe mir jetzt Apps geschrieben fürs Handy und fürs WLAN, dass ich meine ganzen Sachen übers Handy steuern kann mit den kleinen Computern. Ja, irgendwann kommt was von mir, keine Panik. Toll, ja. Ich habe mir auch zum Beispiel einen kleinen Fernseher, also in Anführungszeichen Fernseher gebaut. Wenn man von außen auf ein Gebäude schaut, in dem ein Fernseher läuft, dann ist es immer so kleines, blaues, grünes, flackerndes Licht, das immer so leicht abwechselt. Und da habe ich mir einfach drei LEDs zusammengelötet, die in einer zufälligen Reihenfolge nacheinander an- und ausgehen, dass es von außen aussieht, als würde ein Fernseher innen drin laufen. Und noch die richtigen Widerstände, dass es nicht so wirkt, als wäre drin eine Disco-Party am Start, aber ja. So Ideen setze ich gerade um und das wird halt in so einem Modular richtig Bock machen. Aber das ist eine tolle Idee. Ich habe auch schon super Beleuchtungskits beispielsweise, da bietet sich das Palace Cinema ja sehr für an, mit der Außenwerbung für das Kino. Da gibt es ganz tolle Sachen und auch tolle Mocks, die man im Internet bestaunen und bewundern kann. Da bleibt mir tatsächlich auch ein bisschen die Spucke weg, soweit bin ich auch nicht. Das steht irgendwann mal auf meiner To-Do-Liste, da entsprechend Elektronik einzubauen, aber mir fehlt da im Moment noch so der eine Standard, von dem ich sage, okay, mit diesem Toolset möchte ich das Ganze machen. Ja, und das am liebsten wäre mir natürlich gehen. Ja, genau, das wäre beispielsweise so eine Option, die man da wählen konnte, aber vielleicht könnt ihr euch erinnern, vor ein paar Monaten gab es doch mal diesen Leak auf irgendeiner Messe, wo Lego angeblich Beleuchtungssets. War das nicht im Store in Bill und selber, wo sie dann diese Umfragen gemacht haben? Ja, da waren diese Kartons drin mit diesen Beleuchtungskits für gewisse Sets, ja. Ja, genau. Und da ist mir kurz, da bin ich kurz sehr, sehr glücklich gewesen. Aber das hat sich ja leider nicht bestätigt bis jetzt. Nicht nur du. Aber ich würde mal sagen, was sind denn, einfach mal so in die Runde, was sind eure drei Lieblingssets? Dustin, was sind deine von den Lego-Sets, die es da gibt, von diesen 15, die drei besten in deinen Augen? Von den Modulars jetzt. Ja, von also, den Modulars, ja. Das ist eine gute Frage. Ich habe ja jetzt leider noch nicht alle gebaut. So vom Aussehen her finde ich, also auch gerade, weil ich es jetzt letztens erst gebaut habe, ist tatsächlich auf Platz 1 für mich das Café Corner. Also ich finde es echt ein Spitzenset. Klar, es fehlt noch ein bisschen an. Die Details sind noch nicht so weit wie bei späteren Sets, aber es ist für mich einfach so dieses Ikonische, was man somit hat. Das für mich das aus. Dann ist auf Platz 2 das Pariser Restaurant. Das finde ich sehr schön. Und das dritte Set, also auf 3 ist für mich die Steinebank. Okay. Aha. Und bei dir, Timo? Spannende Wahl. Also bevor ich meine Top 3 sage, muss ich kurz sagen, in meinem persönlichen Ranking ist das Kaffee Corner auf Platz 14. Und das mag daran liegen, dass ich es damals original gekauft habe. Also vielleicht hat das auch ein bisschen was damit zu tun, dass ich etwas spoiled bin und jedes Jahr natürlich ein bisschen mehr Modular Building erwarte. Und das Kaffee Corner zwar eine schöne Fassade hat, aber mich so vom Interieur komplett kalt lässt leider. Da ist ja nichts.
weil es einfach leer ist, ne? Genau. Deshalb habe ich dem die Nummer 14 vergeben. Auf meinem Platz 3 habe ich tatsächlich den Pet Shop, also aus 2011. Das war das erste Modular, was auf zwei 32x16 Platten stand, also so, dass man genau diese beiden Gebäude auch schön kann modular in der Stadt verteilen kann, ähnlich wie dem Bookshop, der dieses Jahr erschienen ist. Auf Platz 2 habe ich das Green Grocer aus 2008 gewählt, einfach weil das damals für mich so das erste mit einem gescheiten Interieur gewesen ist, was mich einfach sprachlos hinterlassen hat. Also das ist so eins, was vielleicht eher auch so eine emotionale Komponente bei mir wiederum hat und vielleicht ansonsten im objektiven Vergleich gar nicht so hoch bewertet wurde. Und Platz 1 habe ich vorhin schon mal verraten, das Pariser Restaurant aus 2014. Puh, also ich glaube, das ist so das, was es für mich irgendwie ikonisch macht. Also die Modular-Reihe hat das eine Aushängeschild aus meiner Sicht, das ist das Pariser Restaurant. Alle anderen sind auch toll und halten den Standard auf jeden Fall aufrecht, aber das Pariser Restaurant ist irgendwie nochmal was Besonderes. Und ist ja jetzt vor kurzem erst aus den Regalen verschwunden. Ich glaube, letztes Jahr war es sogar noch erhältlich, Anfang des Jahres zumindest. Und ist inzwischen, ich glaube, es ist noch sehr gut zu bekommen. Also falls ihr euch dazu entschließen solltet, falls ihr jetzt neulich erst eingestiegen seid in die Modular-Reihe, kann ich euch das Pariser Restaurant nur wärmstens empfehlen. Versucht es irgendwie einzukaufen, solange es noch nicht exorbitant teuer ist. In meiner Top-Liste sind es eher neuere Sets, nicht diese älteren Sets, obwohl die teilweise auch gut aussehen und ihren Charme haben, aber keiner hat Market Street gesagt, das wird einen Grund haben. Ja, stimmt. Aber für mich ist auf Platz 3 das Pariser Restaurant, ist mein Platz 3. Allein, dass es weiße Croissants als Dachschmuck hat, ja, das ist schon mal so ein Ding, da führt kein Weg dran vorbei, das nicht in der Top 3 reinzuwählen. Mein Platz 2, muss ich sagen, ist das Stadtleben. Ich finde, also das ist ein bisschen größer als die anderen Modulars, aber die Vielfalt an Ideen und Vielfalt an unterschiedlichen Bautechniken, die da drin sind und Farben, ist richtig, richtig krass. Und mein Platz 1, wo ich einfach nicht drum rumkomme, ist der Pet Shop. Nicht so, dass das Wort Pets aus Stein gebaut ist, dieses wunderbare Sandblue, das einfach aussieht, als würde es wirklich ein Rebrick einer echten Häuserfassade von einer normalen viktorianischen Großstadt sein. In Karlsruhe siehst du sowas wirklich saumäßig häufig. In Sandhausen, in Frankfurt siehst du sowas häufig. In Darmstadt siehst du sowas. Es ist einfach ganz normal aus dem Leben gegriffen. Ein wunderschönes Set. Du darfst natürlich nicht vergessen, dass das American Diner ein wunderschönes Ding ist. Die Brick Bank ein wunderschönes Ding ist. Die Fire Brigade ist auch wunderschön, aber das sind halt meine Top 3. Und jetzt können wir schon orakeln, was ist denn das nächste Set, das rauskommt, weil so lange ist es ja gar nicht mehr hin. Nur noch 7 Monate. Genau, wir haben es fast überstanden. Üblicherweise kommen ja die ersten Leaks so Ende November, Anfang Dezember raus. Genau. Ich setze eigentlich schon seit Jahren mein Geld auf Halt! Oh, das hast du schon gesagt. Jetzt habe ich schon gesagt, oh, verdammt. Ich wollte sagen, wir haben uns vorher nicht abgesprochen, wer was denkt, was kommt. Aber du hast gerade verraten, Postamt denkst du. Postamt ist eine sehr steile Wahl. Postamt gab es noch nicht. Was macht dich so... oder was bringt dich dazu zu denken, dass es ein Postamt sein könnte? Also ich denke jetzt mal gerade an die Infrastruktur einer Stadt und in Zeiten von Corona braucht es unbedingt ein Postamt, weil wo sollen sonst die Bricklink-Bestellungen herkommen? Packstation, Creator-Set, zack, bumm, gelbe 2x4 Steine. Ja gut, ja. Okay, Dustin, was denkst du, was als nächstes kommen könnte? Das ist eine gute Frage. Also ich habe mir heute den ganzen Tag den Kopf darüber zerbrochen, was es, das sieht man ja, was es sein könnte. Nee, das, was du siehst, das sieht immer so aus. Was, ich weiß nicht, was mir so an sich fehlt oder ähnliches. Ich gehe damit, wie Timo sagte, dass ein Postamt echt super wäre. Ich habe letztes Jahr, als Lukas bei Stonewalls die Umfrage gemacht hat, was es als nächstes sein könnte, habe ich als Kommentar dagelassen, dass ich vermute, es könnte eine Bücherei sein. Ich war jetzt mit Bücherei gar nicht so weit weg. Aber ich glaube, es könnte irgendwas sein, was einen kleinen Museumsteil oder sowas mit, also irgendwas in den Sehenswürdigkeitenbereich, was Museum oder ähnliches angeht, vielleicht enthalten könnte.
Ich gehe in die Richtung, die Timo auch geht, in so, was fehlt in der Stadt? Und da schwirren in meinem Kopf ganz viele abstrusen Ideen rum. Wir hatten eine Feuerwache, warum keine Polizei? Ne? So eine Polizeiwache. Aber meh, so ein, brauchst du dann alles Gebäude mit einer Polizei drin? Das siehst du auch häufig. Da habe ich mir gedacht, ja, könnte es vielleicht auch was anderes sein. Ein Museum ist auch mal so ein Gedanke gewesen. Aber so eine Schule. So eine Schule wäre auch was Nettes. Ja. Vielleicht zu nah ein bisschen am Bookstore gerade, aber so eine Schule wäre doch was Nettes. So eine Schule, da hast du so 2, 3 Stockwerke, wo du machen kannst. Hast du will auch ein altes Gebäude. Viele Schulen sind in allen Gebäuden drin, das passt auch in die Reihe rein. Aber es ist definitiv ein Gebäude, das in einer normalen Stadt vorhanden ist. Aber es sind 3 Sachen, die definitiv vorkommen könnten. Ja. Ich würde mir natürlich noch viel, viel andere Sachen wünschen. Es gibt ja noch andere Dinge, die man umsetzen könnte. Du hast zum Beispiel noch gar nicht bedacht, also das große Kaufhaus gab es ja auch, aber es gibt noch keine Ladenzeile zum Beispiel. Genau, das Green Grocer ging so ein bisschen in die Richtung, aber das ist jetzt natürlich keine Einkaufsmeile, da würde ich dir zustimmen, das wäre toll. Ach, ich glaube, es gibt noch so viele Ideen und so viele Möglichkeiten, sowohl auf der einen Seite, was Lego offiziell rausbringt, als auch auf der sehr kreativen Mocker-Seite. Da werden wir, glaube ich, in den nächsten Jahren noch ganz, ganz viele tolle Ideen und wunderbare Designs sehen, ja. Sehr schön. Dann wären wir, glaube ich, auch mit dem Thema Modulars durch. Wir sind bei der Zeit doppelt so lang wie sonst. Ein bisschen, oh, ist sogar deutlich drüber. Huiuiui, haben wir uns verquasselt. Oh. Hat es auf jeden Fall sehr viel Spaß gemacht. Ja. Und ich würde sagen, wir kommen dann langsam mal zum Ende. Es war super unterhaltsam mit euch beiden. Es war ein schöner Augenöffner, was die Modulars angeht. Und vor allem nicht nur Modulars, sondern auch zum Beispiel Harry Potter oder sowas, so Teilespender angeht. Aus welchem Blickwinkel andere Leute das sehen und nicht nur aus dem Blickwinkel von einem Menschen, der einen 6-jährigen kleinen Ninjago-Freund hat, der Sets haben will, weil es eine Ninjago-Figur drin hat. Ja. War eine aufschlussreiche Erfahrung. Und euch da draußen gebe ich eine Aufgabe. Ja? Geht auf iTunes oder geht auf sonst wohin und gebt uns eine 5-Sterne-Bewertung. Ja? Das haben wir verdient. Ja? Nach dieser langen, schönen Zeit mit dem Podcast mit dem Timo. Es war ein sehr, sehr guter Podcast. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuhören. Und natürlich will ich nochmal auf Building Bricks for Happiness hinweisen, für diesen wunderschönen, von Henry von der Klemmbaustein-Lyrik angestoßenen YouTube-Livestream-Konglomerat von deutschen YouTubern oder generell von deutschsprachigen YouTubern. Jeden Tag gibt es neuen Inhalt. Ach ja, habe ich was vergessen, auf was ich hinweisen muss? Außer auf Stonewalls, Teamplays und Promo Bricks und Spielwareninvestoren. Hashtag UCS Hedwig. Hashtag UCS Richtig. Hedwig, genau. Ja, noch, dass wir in 2 Wochen die nächste Folge wieder rausbringen werden. Vom Blauen Pin Podcast. Und lasst Kommentare da. Lasst uns wissen, was euch gefallen hat, was nicht. Und was ihr vielleicht auch mal für Wünsche habt, was wir besprechen könnten. Außer UCS Hedwig. Und ich würde sagen, ich überlasse dem Timo das letzte Wort als Gast. Ich wünsche euch allen noch einen schönen restlichen Arbeitstag, was auch immer. Und bis bald. Ja. Ja, ich sage ganz herzlichen Dank euch beiden, Dustin und Kevin. Vielen Dank für die Einladung. Und euch da draußen, ja, bleibt mir eigentlich nur zu wünschen, passt gut auf euch auf, beschäftigt euch mit schönen Dingen und wir hören uns bald wieder. Ja, dann habe jetzt doch ich das letzte Wort. Ja, ich schließe mich meinen beiden Vorrednern an. Bleibt gesund, bleibt kreativ und wir hören uns in 2 Wochen wieder. Tschüss. Tschüss. Ciao.